heute mal wieder ein Haus in Echtzeit. 17. September 2021. Du bist der? Jörg Theobald. Jörg, grüß dich herzlich. Hallo. Ja, ihr seid, von welcher Firma seid ihr? Gebrüder Theobald GmbH. Ja, ist ein schönes Haus, aber das muss weg, kommt ein neues hin. Genau, kommt ein neues Fertighaus hin. Das alte ist durch Feuchtigkeit mehr oder weniger untenrum zerstört und immer mit Schimmel zu tun. Und deswegen kommt es weg. Weg. So, ihr habt den Anbau schon platt machen müssen, weil sonst wäre man mit dem Bagger nicht dran gekommen, oder? Genau, es ist relativ eng hier, wie man sieht. Das ist ein Haus an Haus und da haben wir ein bisschen Platz gebraucht. Das war eigentlich der Neubau von dem Haus noch. Den haben wir weggerissen und jetzt haben wir ein bisschen Platz. So, das Ganze ist ja auch ein Elternhaus gewesen von, ich sag mal, den Menschen und so weiter. Sind da schon Feelings dran, Gefühle? Ja, ja, auf jeden Fall. Da kommen, glaube ich, noch Leute, die ja, das von früher noch kennen. Das Haus von 1800, also der hintere Bereich von irgendwann 1800. Und dann wurde das irgendwann neu nebendran gebaut. So, wir haben eine große Maschine, die kennen wir schon. Das ist ein Sortierer, slash ich kann alles. Genau, ich kann alles, ich kann abreißen, ich kann greifen, ich kann alles. So, sehr schön. Komm, wir gehen mal drum um, dass wir uns das Haus nochmal anschauen auf der anderen Seite, denn ist ein schönes Grundstück. Wir haben zum Glück Abstand zu den anderen Häusern. Ist es ein freistehendes Haus? Ja, genau, ein freistehendes Haus. Trotzdem ist es noch relativ nah, weil das Haus ist ziemlich hoch, kann immer noch was rechts und links hinfallen. Ja, aber ich meine, ihr habt das ja schon mal gemacht. Das hier dürfte so Haus Nummer 4360 sein, das ihr abreißt. Ja. Das ist was relativ Kleines, sage ich mal für euch, oder? Ja, das ist relativ klein. Es sind ja in zwei Brücken, in die Parkbrauerei oder in Ottweiler, die SSG. Das ist alles schon ein bisschen größer. Und das hier bleibt stehen? Nee, das kommt auch weg. Das hier bleibt nicht stehen, das hier bleibt stehen. Deswegen, da sind wir relativ nah dran, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da nichts drauf fällt. Okay, und das kommt heute auch noch weg? Das kommt alles heute noch weg. Okay, ziemlich cool. Ja, wird denn hier jetzt auch verfüllt in den Keller wieder? Nee, das wird abgefahren, weil da wird halt neue Bodenplatte gesetzt und dann ein neues Fertighaus. Auf das wird alles abgefahren. So, wir können noch mal kurz rein, oder? Würde ich jetzt nicht sagen. Gefährlich. Ja, ich liebe Gefahr. Ja. So, und das heißt. Man sieht hier ein bisschen rein, wie das entkernt wurde, ne? Die ganzen Störstoffe rausgeholt worden sind. Na komm, wir gehen mal kurz rein. Ja, wir schauen uns das mal an, wie so ein Haus aussieht, bevor es platt gemacht wird, weil das ist wirklich schlimm mit dem Schimmel. Du kriegst ihn nicht mehr raus, oder? Ja, was heißt generell Feuchte, ne? Das ist altes Sandsteinhaus, ne? Auf dieser Seite. Und der muss halt immer atmen. Ne? So, ich zeig mal gerade, also das Bad war noch da, dann. Das ist jetzt nicht mehr da. Da ging es dann raus in Flur und Anbau. Okay. Und dann oben drüber ist auch nur eine Wohnung. Zeig mal, Wohnung. Nee, müssen wir raus. Müssen wir raus und dann? Und dann hinten hoch. Hinten hoch. Ja, nun mal, dass wir hier in Riegelsberg auch mal zeigen, was wir überhaupt kaputt machen. Weil von außen sieht es ja so, ich sag mal, relativ klein aus. Nein, es ist viel größer. So, die Treppe kommt auch weg. Kommt alles weg. Alles weg. Die Terrasse weg. Weg. So, hier vorne, das kommt auch weg. Das kommt auch weg, ja. Das greift ja nachher mit dem Sortiergreifer. Es geht ja darum, alles sauber zu sortieren. Richtig. Also hier vorne, wenn du jetzt hier zum Beispiel Metall hast oder Fenster und so weiter, die kommen raus oder gehen die teilweise zu Bruch? Die gehen natürlich zu Bruch, aber die kommen raus, gehen sortiert. Glas kommt normal in den Bauschutt oder Holz, bei Holz dazu. Plastik ist Müll und wird alles sortiert. Ungefähr das Gewicht von dem Haus, was denkst du? So 200, 300 Tonnen? Ja, auf jeden Fall 200, 300 Tonnen. Das da ist schon ein bisschen größer, doppelt. Wird schon ein paar Tonnen haben. Ah, braun hatten die früher, so braun-rot. Ja, ja, das ist... War mal modern. Ja, ich zeig's mal gerade. Also es geht ja darum, manchmal macht es wirklich Sinn, abzureißen, neu zu machen, gerade wenn die Bausubstanz, ich meine, das ist jetzt kein historisches Haus hier, es war nicht denkmalgeschützt und irgendwann ist auch mal Feierabend, oder? Richtig, genau. Die Bausubstanz ist halt nicht gegeben jetzt über Jahre und dann sollte man dann vielleicht das Ganze abreißen und neu machen. So, ihr habt schon viel gemacht, ihr habt viel rausgeholt, viel wurde jetzt entkernt und hier oben siehst du nochmal... Das ist der Ausgang dann nach vorne. Ich zeige es mal gerade. Hier wurde Stroh damals verwendet. Genau, eine Zwischendeckenstrohschüttung ist ganz normal bei den alten Häusern. Das hat jeder so früher gehabt. Ja, ist auch sehr interessant, welche Sachen auf der Wand zum Vorschein kommen in so einem Haus. Also wenn du das mal
leer machst, dann kommen ja, die Tapeten. Ja. Und hier siehst du natürlich die Mauern. Genau. Die Steine sind ja noch gut, oder? Fast. Die Steine sind ja gut, die sind ja vom Gips ummantelt worden. Sag mal, also das war die Bausubstanz damals und hier konntest du rausgucken. Ein paar Sachen habt ihr schon rausgeholt. Warum ist das zum Beispiel draußen, damit ihr die Sachen besser rausholen konntet? Genau, wenn ihr Container stehen gehabt, dann ist das mit dem Gips rausfahren einfacher. Ne? So, hier oben siehst du auch die Deckenkonstruktion, wie das früher war. Ja. Latten und das Ganze dann gefüllt mit Stroh. Richtig, genau. Das ist schon wirklich altes Haus, oder? Jo, 1800. 1800. 1800 noch, noch. Und natürlich Stück für Stück immer wieder erweitert, geflickt, gemacht, getan. Richtig, es wurde immer mit Geld rein investiert. Man bekam aber nie, sag ich mal, diese Feuchte richtig in den Griff. Ne? So, und das machen wir jetzt mal weg. So, komm, auf geht's. Die Jungs wollen anfangen. Heute ist Freitag. Du weißt, was die wollen. Ja. Die wollen heute um 4 Uhr Feierabend machen. So sieht's aus. Und was denkst du, wie lange werden wir brauchen? Ah gut, das dauert schon noch ein bisschen. Da ist ja hinten noch der Anbau und so. Also ich schätze mal 3 Stunden jetzt. 3 Stunden. Ja, wir gucken mal in Echtzeit, ob wir es hinkriegen. Batterie müsste eigentlich lang, dass wir gar nicht absetzen müssen. Und wir stellen uns jetzt wohin zum Beginn? Am besten draußen auf die Straße. Das sehen wir am besten, weil der fängt vorne an. Der fängt vorne an. So, er hat schon mal gehupt. Hupen heißt, mach los. Hupen heißt, auf geht's. Auf geht's. Vorname vom Führer? Stefan. Der Stefan ist jetzt in dem Fall der Maschinenführer. Er ist absoluter Profi, muss man sagen. Absolut, ja. So. Oh. So, klemm mich mal auf. Das heißt, wichtigster, das habe ich am letzten Mal schon gemerkt, das Dach muss ja runter. Ja, genau. Das Dach muss er jetzt, weil er nicht so hoch kommt, wird er jetzt unten ein Loch reinmachen, dass das Dach halt irgendwann reinfällt. Also kann er es da reinziehen. So, der Mann steht da und er macht es mal nass, damit es nicht so staubt. Genau. Das staubt immer sehr viel, weil Sandstein ist. Ne? Das ist halt viel alter Mörtel und alter Sand quasi dazwischen. So, jetzt gehen wir kurz mal rein. Er hält drauf. Und glücklicherweise habe ich ja hier meine FFP2-Maske dabei. So, ich ziehe mal meine Maske an. Ja, macht Sinn. Ja, das macht schon Spaß, oder? Ja, klein machen macht immer Spaß. Haben wir schon früher gern gemacht. So, jetzt fängt er schon an zu sortieren. Warte, ich zieh mal ein bisschen auf, da sieht man es ein bisschen besser. Bei den... Ein Fenster. Genau, es wird direkt schon beim Abriss quasi sortiert. Dass nachher nicht sehr viel Bauschutt drauf liegt, sondern er kann es direkt greifen und ist schon am Sortieren. Ne? Da vorne gibt es diverse Stapel. Komm, wir gucken uns das mal gerade an. Ganz wichtig ist natürlich, aus dem Schwenkbereich des Baggers rauszubleiben. Genau. Man sieht jetzt extrem viel Staub. Da muss er dagegen halten mit dem Wasserstrahl. So, ich habe Reifen hier hingelegt, aus gutem Grund. Genau, weil er würde ansonsten die Straße und den Bordstein verkratzen oder verschieben. Ne? So steht er auf den Reifen, da hat er ein bisschen Schutz da nicht mehr für die Straße. So, die Nachbarn sind gar nicht so vielzählig hier. Ich habe gedacht, jetzt eigentlich steht hier. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass mehr aus dem Fenster kommen noch. Das wird noch kommen. Das. Warte mal, wir gehen mal rüber. Ja, macht mal ein bisschen Wasser rein. Ka
hat 330. Ja, schaut euch auch unser anderes Video an, was wir gedreht haben. Wir reißen ein Haus in Echtzeit ab. Heute übrigens, werde ich aber gleich mal fahren, fahren wir noch zu einer ganz großen Industriebaustelle. Etwas Größeres, was wir denn abreißen werden. So, jetzt gibt es mal eine Anleitung im richtigen Wedeln, oder? Ja, genau. So, wenn alles gut nass mache, dann geht das. Oh ja. Ja, interessanterweise, ihr kennt die Leute auch noch, für die ihr abreist. Das heißt, das Haus ist bekannt. Genau. Was ist für ein Feeling, wenn man da mal das jetzt sieht? Aber es kommt ja immer was Neues. Ja, es kommt immer was Neues. Ich habe mit den Bauherren gesprochen und so. Die freuen sich eigentlich auf das Neue, weil das Alte hat schon sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Ist jetzt ein Fertighaus, bedeutet, das wird wahrscheinlich noch dieses Jahr stehen, oder? Ja, ich glaube, die machen dieses Jahr nur noch die Bodenplatte und nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr wird es dann gebaut, nach meiner Information. So, jetzt ist schon die Seitenwand schon draußen. Ja, kleines Loch ist drin, ne? Ach, die Rinne kommt jetzt raus. Die Rinne, die wird jetzt rausziehen, denke ich mal. Na, reiß ab. Du hast mir mal erzählt, es ist wichtig, das Gebälk zu schwächen, dass es also in sich reinfällt. Genau. Ist das hier auch so? Genau, ist das Gleiche. Er versucht dann immer so diese Statik zu schwächen, damit er dann das Dach mit dem Gebälk, weil das ist das Gefährliche, wenn das ins Rutschen kommt, dass alles Richtung Straße fällt, dass er das nach innen ziehen kann. Boah, der hat so Power. Also es sieht alles so filigran aus, wie er das jetzt greift hier. Ja, es wird halt chirurgisch zerlegt. Chirurgisch zerlegt. Ja. Ich überlege mal gerade, ob man sowas überhaupt selbst abreißen kann. Theoretisch schon. So alleine mit Hammer und Meißel. Das dauert halt nur Jahre, ne? Ja. Ihr macht es in 3 Stunden. Ja, 3 Stunden. Gut, ist vorher noch entkernt worden. Das dauert auch noch ein bisschen länger. Das Problem ist, dass diese Wand halt extrem trocken ist. Ne? Der Sand ist extrem trocken, deswegen staubt es auch extrem. Dann macht mal kurz eine Pause. Ja, ja. Das ist nur ein Gerät, was ihr habt. Ihr habt unglaublich viele Geräte. Ja, wir haben sehr viele. Wir haben 4 von den großen. Wir haben Radlader, große 18-Tonnen-Walz. Eigentlich haben wir alles für so alles platt zu machen und auch wieder näher nochmal herzurichten. So, ihr habt aber auch Partner, da kann man sowas auch mieten, oder? Ein Partner, der ist jetzt auch wirklich tatsächlich gemietet. Das ist die Firma, wie man sieht. Das ist unser Partner, wenn es mal eng wird von dem Bagger. Dann, und wir brauchen nur kurz was und dann holen wir dort was. Es geht ja heute auch noch auf eine andere Baustelle. Da sehen wir mal so richtig viel. Oder werden wir das schaffen heute? Ottweiler ist im Moment ein bisschen weniger zu sehen. Ja. Weil die sind dann nur Knacke. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass wir erst hinfahren, wenn das Haupthaus noch fällt. Fällt, genau. Unglaublich, dass der für Power hat, oder? Ja, das ist. Drückt du einmal da Witter und dann ist es weg. Ne? Der Schraub hier noch in der Mitte. Der kommt jetzt hierher auf die Straße. Achtung, jetzt fällt. Die Decke, wie man sieht, ist alles schon relativ marode. Ne? Das ist. Wenn man die Wand wegholt, da fällt schon alles. Also hat man früher gebaut, ne? Das war halt gang und gäbe von den alten Häusern. Und immer wieder ein kleines Hölzlein. Ja. Das soll mal weggehen. Ja, einmal gut. Ja. Das
So, wir nehmen ein kleines Fenster raus. Hast du gesehen, dass Leute teilweise unser Video 3 Stunden, die haben sich dann, ich sag mal, Spaghetti Bolognese gemacht, so eine Tüte Chips dabei, ein paar Bier, haben dann 3 Stunden das mehrfach hintereinander angeguckt. Da gibt es richtige Fangemeinden. Ja, ist doch toll. Nee, ist ja interessant, mal so sowas zu sehen, weil früher hat man so Abrissbirne, die hat da einmal reingehauen und das hier, wie das zerlegt wird und direkt schon sortiert wird, das ist halt schon schön anzusehen. Da sieht man jetzt, da hat es unglaublich geschwächt jetzt. Ja, genau, da kommt auch innen schon dann die Decke mit. Jetzt wiegt natürlich oben, die Ziegel wiegen viel, oder? Ja, ja. Im Vergleich zu dem... Genau. Jetzt wird er, glaube ich, schon mal so an, jetzt sortieren braucht er nicht. Ja, du stehst jetzt hier so rum und guckst zu. Du auch. Du hast einen geilen Job, muss ich sagen. Nee, was ist normalerweise deine Aufgabe? Also du schaffst nichts mehr, oder wie? Doch, natürlich. Ich habe das Haus komplett mit in, entkernt. Okay. Ne, da war ich mit dabei. Okay, das heißt, du musst ab und zu mal auch körperlich ran. Auf jeden Fall. Gibt es bei uns nicht in der Firma, dass man nicht körperlich arbeitet. Oder irgendeiner, der muss mir ja erzählen, was gerade abgeht. Jetzt greift er so ein kleines bisschen, guck mal hier oben rein. Er zieht jetzt das Dach auseinander und versucht es dann da abzulegen. Holz holt er halt gleich direkt nochmal weg. So, das Holz, ist das jetzt aus Sondermüll oder kann man damit irgendwas machen noch? Nee, das ist eigentlich A4-Holz, das wird entsorgt. Wird entsorgt. Entsorgung ist auf Wunsch natürlich auch euer Ding, wenn jetzt einer sagt, ich will die Steine aber haben, das sind natürlich tolle Bruchsteine dabei. Da gibt es auch welche, die dann diese Sandsteine haben wollen. Kommt, glaube ich, sogar noch jemand vorbei, der ein paar haben möchte, aber ansonsten hält sich das Grenzen, das wird halt abgefahren. Ne? Ist aber gar nicht billig, oder, Entsorgung? Nee, das kostet auch immer viel Geld, die Entsorgung, weil es wird auch fachgerecht gemacht. Ne? Da vorne, ich nehme an, da hat er jetzt ein Hölzchen gesehen, siehst du das? Ja. Das sieht aus wie so ein Mikado-Hölzchen, was er dann rauszieht. Ich schätze mal, das hier hat jetzt bestimmt auch so an die 100 Kilo gewogen. Und das ist Eisen. Das verbindet irgendwo was und das holt er jetzt auch raus. Jetzt holt er die Decke raus. Nochmal ein Stück Holz. Ist natürlich schon ein langes Stück Holz. Ne? Ja, für alle, die gerade zugeschaltet haben, in Echtzeit, 17. September 2021. Wir sind in Riegelsberg in der Schachtstraße. Übrigens, Schachtstraßen gibt es im Saarland wie Sand am Meer. Echt? Ja, ungefähr 100, habe ich das Gefühl. Und ich musste gucken, die nächste ist sogar ein Heusweiler, da gibt es auch wieder eine. Ja, vielleicht reißt man da auch noch was ab. Das wird irgendwann kommen. Ist aber noch nie passiert, dass er in der falschen Schachtstraße war, sondern wie bei Wetten. Ich glaube nicht. Bei Verstehen Sie Spaß war ja mal. Wo der Mann, der noch beim Zähneputzen war, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Naja. Ja, ist ein Typ irgendwie, die haben den dann verarscht, auch hier so Abriss. Und der Mann hatte dann, ja, die haben das abgesprochen, also die Frau von dem Unternehmer, die hat dann das gewusst und da haben sie einen Schauspieler reingestellt, der ist dann rausgelaufen, was machen Sie mit meinem Haus? Und hat Zähneputzen und dann haben sie das verglichen, falsche Adresse. Ja, am Schluss, es sollte aber dann noch abgerissen werden. Es gibt ja Häuser, die noch richtig gut aussehen, wo man dann wirklich das Gefühl hat, die aber dann teilweise auch fertig sind. Das war eigentlich ganz toll gemacht und so, aber wie gesagt, es kam immer Feuchte, man hat immer gekämpft gegen die Feuchte und ja, dann ist das einzig Wahre ist eigentlich dann das Haus abzureißen und neu aufs Fundament. Wir werden dann früher halt immer auf Lehmboden direkt gebaut. Ne? Keine richtigen Fundamente, keine Drainagen. Was natürlich interessant ist hier, ist die Sicht anschließend der Nachbarn, wenn die Sicht frei ist. Ich glaube, die haben das noch nie gesehen, wenn das jetzt so 200 Jahren das Haus immer steht. Auf einmal kannst du rausgucken. Ja, die können ja über ganz Riegelsberg noch gucken. Noch. Bis das an der Haus steht. Na komm, wir stellen es mal woanders hin. Dass wir da nochmal einen anderen Blickwinkel haben. Ja, ist das schön. Jetzt geht's ja mit dem Wetter. Das heißt, ihr reist aber auch im Winter ab, oder? Wir reisen eigentlich 365 Tage ab. Also bei uns ist das egal.
Das ist auch mal Samstag, da sitzen wir auch abends. Menschen, alles gerade. Die sind unglaublich robust, die Bagger, aber es gibt so ein paar Sachen, die sollte man nicht machen. Irgendwelche Schläuche abreißen, habt ihr schon mal gehabt? Haben wir auch schon gerade, ja. Das kommt davor, da stehen Eisen irgendwo weg und die dann werden dann nicht gesehen. Oder die kommen angeschossen, die Eisen, und dann haut es mal was durch. Oder halt durch den Druck, ne? Da ist ja enorme Druckkräfte, wo das dann diese Kupplungen reißen. Da gibt es halt neuer Schlauch und dann geht das wieder. Achtung! So. Jetzt mal kurze Frage, ist das hier der gleiche Bagger, den ihr auch habt eigentlich? Das ist der gleiche, der 330, ja. Ne? Der 330. Wir haben ja auch einmal. Demnächst gibt es noch einen 340. Ich glaube auch ein saarländisches Unternehmen, BWL. Kommt gleich noch ein großes Banner von euch, dass wir noch genau wissen, für wen wir es machen. Die Firma heißt? Gebrüder Theobald GmbH. Komm, ich zeig mal gerade deinen. Du hast ja einen Werbebanner, hast du ja an. Denn wir wollen ja mal zeigen, ja, Sinn der ganzen Sache ist ja, das ist ja nur ein Teil davon. Ihr könnt wirklich riesen Industrieanlagen abreißen, was ihr auch laufend macht, wo die Herausforderungen teilweise noch viel höher sind, oder? Genau, das sind halt große Hallen teilweise, die schwere Kräne oder irgendwas, die werden abgebaut, die werden abgehongen, abgebrannt, also eigentlich machen wir alles. Ne? Ich habe zuletzt auch gefilmt, da habt ihr Elektromarkt habt ihr platt gemacht, da war die Aufgabe, den komplett zu entkernen. Genau, richtig. Das so Sachen machen wir halt auch. Der Aufzug war drin, der war noch relativ neu. Und da hat es mir dann teilweise manchmal ein bisschen leid getan, wenn so ganz neue Sachen rauskommen. Ja, der wird halt ganz normal zurückgebaut, vorsichtig. Aber das geht alles. Ja, ist halt relativ trockenes Mauerwerk, ne? Das, wie man sieht. War 100 Jahre jetzt keiner mehr dran. Ja, es wurde ja 100 Jahre auch geheizt. Ja. Dann trocknet es aus. Aber da siehst du, da ist null Isolierung drauf. Das ist natürlich wärmeenergetisch auch nicht gerade das Tollste. Ich meine, da waren dicke Mauern drin. War dicke Mauern, ne? 50, 60 Zentimeter dürfte das haben. Aber heute kriegt man das hin mit 8 Zentimeter, teilweise Hightech. Ja, Hightech halt, ne? Andere Dämmstoffe. Das ist schon krass so, die neuen Fertighäuser. Früher hat man sich lustig gemacht über Fertighäuser. Heute zählt das zu, ich sag mal, absoluten Standards. Das heißt Ständerbauwerk, ja, Vorfertigung. Genau, genau. Jetzt will er es wissen, ne? Jetzt gibt er Gas. Der hat ja auch ein System. Also er muss ja irgendwie ans Haus rankommen. Und wenn das Dach jetzt sofort einstürzt. Genau, er muss ja nachher immer auf das Haus drauf fahren, dass er hinten rankommt. Das heißt, er wird sich näher dann so einen Haufen bauen, wo er dann oben drauf fährt. Aber da muss ich erst ein bisschen Platz machen. So, komm, wir zeigen das Loch mal von der Perspektive. Ja, der hat auch einen ganz. Hat der Power? Überleg mal. Was da für Kraft sein muss. Ja, da muss 30 Stunden bewegt werden. Ne? Okay, das heißt aber, wenn er fährt, ist der Schrittverbrauch schon hoch, oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Er arbeitet sich mal vor. So, da liegen auch so Matten, habt ihr drunter gelegt. Genau, Moment, das ist eine Gummimatte.
Gummimatten und Reifen halt immer, immer schauen, dass sie drunter liegen. Ah, hol dir ein bisschen Hand auf. Ja. Immer wieder Holz. Holz ist immer überall dazwischen. Ne? Also die Deckenbalken, die Dachbalken, alles immer an Holz dazwischen und da muss halt immer rausziehen. Ach, Dachlatte. Wäre natürlich interessant, wenn wir noch ein Foto bekämen von dem Haus, wie es damals mal ausgesehen hatte, 1800. Das wäre natürlich toll, ja. Ja, das hier ist ein Grubengebiet, Schachtstraße heißt ja auch die Straße hier und es gibt ja viele Häuser, die auch grubengefährdet sind. Also das heißt, die sind, haben sich abgesenkt und so weiter. Genau. Gut, das hier ist jetzt, wie man sieht, haben die halber in der wie Kellerwohnung gehabt, halber quasi in den Boden, aber nur nicht so tief. Das heißt, die hatten, glaube ich, kein Problem mit Risse gehabt. Nur halt mit der Feuchtigkeit. Ne? Und das war früher so mit den Wohnungen im Keller, oder? Das weiß ich nicht, das ist halt so gebaut worden. Ne? So das Dienstpersonal hat denn da gewohnt im Keller. Oh ja. Oh, jetzt ist die Decke gefallen. Das war die Decke. Ja. Jetzt kann er reingucken. Ja, ich habe das letzte Mal gesehen, da ging es darum, da habt ihr den Keller verfüllt, ja, um eine ebene Fläche hinzukriegen. Da hast du auch anschließend, ihr habt mir Fotos gezeigt von dem letzten, was wir gefilmt haben, das war komplett eben. Da hast du nichts mehr gesehen. Genau, das wird komplett eben. Naja, das sieht man neuer nicht mehr, dass hier überhaupt ein Haus gestanden hat. Als wäre wieder eine freie Parkfläche. So, gehen wir einen Schritt zurück. Das geht ja hier vom Absperren jetzt diesmal. Wie immer Holz, ne? Was interessant war beim letzten Mal, da war noch eine komplette Wand, die übrig blieb, die dann so komplett auf einmal gefallen ist. Weißt du noch, wo denn ansonsten nichts mehr da war? Ja, ja. Hier durchlüfte, Fenster raus. Oh, hat den Roller an rausgezogen. Ja. Nee, der macht das schon gut, muss man sagen. Der kann das. Wenn es einer sagt, die Fenster waren ja noch gut, aber das, jetzt nimm das auszubauen macht keinen Sinn, oder? Die werden ja auch auf Maß gefertigt, das Maß kriegst du nie wieder. So, schon ist es raus, ne? Großer Balken jetzt. Ja. Ja, du weißt nie, was passiert, wenn du so einen Balken ziehst. Ja, klar. Der wackelt. Der reißt halt so ab. Ist was krass, der hat mal kurz mal an dem Joystick gewackelt. Ja, und dann hat er ihn in der Hand. Ne? Dann hat er ihn in der Hand. Ja, sein verlängerter Arm. Das ist aber so, das geht irgendwann so in Fleisch und Blut über, oder? Genau. Also der macht ja viele Steuerungen gleichzeitig und das geht so dann über. Ich habe es selbst schon probiert, es ist schon nicht ohne. Gleichzeitig? Gleichzeitig geht's nicht.
Ja, mein Sohn spielt ja Fortnite. Da geht es gleichzeitig bei den Kindern. Ne? Der macht das auf der Tastatur, wo ich mich immer wundere. Ey, wie machst du das eigentlich? Ja? Aber das ist so, wenn du sowas jahrelang machst, so wie hier, dann ja, genau. Ist das drin, oder? Ist dann, bist gewohnt. Wie Fahrradfahrer auch. Stimmt, Fahrradfahren ist ja auch, wenn das mal... Ich kann mich noch ganz genau erinnern an meine erste Fahrstunde. Du auch? An die erste nicht, nee. Aber an die erste Prüfung, die ich nicht bestanden habe. Da kann ich mich dran erinnern. Du hast meine Prüfung nicht bestanden? Ja, die erste Prüfung zum Führerschein. Theorie oder Praxis? Praxis. Und was hat er gesagt? Er ist eine rote Ampel gefahren. Eine rote Ampel? Ja, die Ampel nur noch seitlich gesehen. Also ich bin mit in den Verkehr reingefahren zum Abbiegen und dann die Ampel nicht mehr gesehen. Der Fahrlehrer hinten meinte, ich hätte sie noch sehen müssen und bin dann halt losgefahren. Dann war halt Schluss. Ja, es ist besonders hart, wenn man dann auch nicht mehr weiterfahren darf, oder? Doch, ich durfte weiterfahren. Ja. Da haben sie es nochmal gemacht und dann hat es funktioniert. So, ihr habt wahrscheinlich sämtliche Führerscheine alle, oder? Du hast auch einen Zweier? Ich habe einen Zweier. Da hat man früher, also ich kann bis 19 Tonnen fahren. Also 7,5 Tonnen der LKW und 12 Tonnen Zuladung. Ah, der gute der 79. CE, glaube ich, war das. CE 79. Genau. Den habe ich auch. So lange kann ich, also bis 50 und dann muss er irgendwie Prüfung irgendwas machen nochmal. Oder Fahrstunden oder Sehtests und so, dann kann man da weiterfahren. Ja, der CE 79, ja, ich bin gerade am CE dran, also mit Hänger. Mal schauen, ob ich das Zeug dazu habe. So, gucken wir mal rein ins Haus. Jetzt sind wir schon ein bisschen mehr. Das ist schon eine große Öffnung. Ja, so sieht das dann innen aus, ne? Jetzt kommt er langsam schon in den Bereich, wo er reinfahren kann. Mach das Dach noch runter, dann kann er schon ein bisschen höher fahren. So, die Satzschüssel. Brauchst du noch eine Satzschüssel? Nee. Hast du alles. Ich habe gar keine mehr montiert, also ich gucke nur noch kein lineares Fernsehen mehr. So, er soll mal weggehen wahrscheinlich. Genau. Schön aufgezogen. Nee, er macht's falsch rum. So, das andere rechts. Ja, hallo und herzlich willkommen heute. Wir reißen mal wieder ein Haus in Echtzeit ab, zusammen mit Jörg. Theobald und den Gebrüdern Theobald aus Saarbrücken Klarenthal Fennerstraße 60C Klarenthal. Jawohl, das kennt jeder. Übrigens, das Saarland liegt zwischen Luxemburg und Straßburg ungefähr da in der Nähe. Für alle, die es nicht wissen, und es ist in Deutschland. Viele denken ja, was, Frankreich? Saarland gehört mittlerweile wieder zu Deutschland. Es war mal eigenständig, muss man dazu sagen. Es hat also dann per Volksentscheid entschieden, ja. Ist dann zu Deutschland hin, ich glaube in den 50er Jahren. Richtig. Da haben wir aber auch noch diverse Beiträge drüber gemacht und hat noch viele frankophone Anleihen. Ihr seid ja dort in Klarenthal direkt an der Grenze, oder? Zu Frankreich. Ja, quasi. Fast, ja, genau. Ich glaube, so Luftlinie sind das so ein Kilometer, ne? Ungefähr, jo. Ja. So, Riegelsberg, Nähe Saarbrücken. Er macht sich bereit. Steffen, guck mal, die Frau kommt gerade hin mit dem Roller. Ja, es muss halt der Roller da hinten weg. Das hat sie gleich zwei. Sonst hat sie zwei, ja. Er hält mal inne. Ja,
Das ist dann manchmal blöd, wenn die Leute gar nicht zu Hause sind. Du willst ein Haus abreißen, die haben da Sachen stehen. Ja, gut, das wird Gott sei Dank im Vorfeld immer dann ein bisschen geklärt. Jetzt fällt neu, war jetzt keiner da gewesen von den... Moment. So, ich mach den Roller mal weg. Und er spritzt noch ein bisschen. Ja, mal gucken, was passiert jetzt. Wenn ein paar tragende Elemente rausgenommen werden. Rüttel, rüttel. Das ist doch interessant, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hochhaus sprengst, dann ist das Haus riesengroß und danach bleibt nur noch ein kleiner Steinhaufen. Jetzt kann man sich auch ungefähr vorstellen. Genau, sieht aus, als wäre eine Bombe reingefallen. Ne? Ja, aber der, ich sag mal so, das Verhältnis ist natürlich der umbaute Raum. Wenn es anschließend weg ist, ist der Haufen halt, ich sag mal, relativ klein, oder? Ja, ist relativ klein, weil alles halt zusammen ist. Jetzt zieht er mal wie so ein Mikado-Stückchen da den kleinen Balken raus. Jetzt wird es spannend. Guck mal, noch ein paar Dachziegeln wahrscheinlich. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Komm, komm, wir gehen mal rüber. Zeigen wir mal gerade. Es riecht auch richtig nach Abriss. Ja. So diese Steine. Ist feiner Duft, ne? Ja, für dich ist das ja alles langweilig. Du sagst ja hier. Aber oh, gut, ja. Ist es immer wieder was Neues, oder? Ja, manche Leute ist halt sehr interessant, ne, wie das heutzutage gemacht wird. Wir haben das ja eigentlich tagtäglich. Sag mal so, die ganz große Kugel habt ihr gar nicht mehr im Einsatz, oder doch, nee, ab und zu? Nee, die wird gar nicht mehr. Bei uns auf jeden Fall nicht in den Einsatz gebracht. Es gibt noch Firmen, die nutzen, gerade wenn es jetzt aus Beton ein Haus ist oder so, für ohne Stamm wegzumachen, aber ansonsten wird das nicht mehr benutzt. Jetzt ist ja hier, das Haus besteht aus Steinen, ihr habt es viel mit Beton zu tun, da habt ihr sogenannte Betonknacker. Die habe ich schon mal gesehen, das sind Riesenmaschinen, die werden wir auch noch mal zeigen in anderen Filmen. Genau, das ist ein Brecher. Ein Brecher, der macht eben aus dem Beton und macht ja halt Schotter nachher. Schotter? In verschiedenen Größen, Kornarten, wie du es haben willst, wie groß der Schotter sein muss, und macht ja halt klein. Ne? Das habe ich mal gesehen, als sie eine Autobahn neu gebaut haben. Da haben die aus dem Material von der Autobahn gerade die neue gebaut. Genau. Macht Sinn. Das ist, manche Häuser, wir haben in Riegelsberg auch schon ein Haus abgerissen, die wollten den Schotter gerade wieder einbauen, also das alte Haus quasi zerkleinern und wieder einbauen. Und dann das halt dann im Garten und dort, wo das Haus ist, wieder eingebaut. Ne? Das geht auch. Okay, das heißt also, ein Teil vom Haus ist immer noch da. Das ist quasi zu Hause recycelt. Ne? Immer wieder begeisternd, wie er so Hölzchen von der Größe, die du ja eben mal so mit der Hand nehmen könntest, ja. Oder mein Sohn. Und dann wieder so ein... Er kann halt jetzt im Moment, kann keiner hier drauf gehen, an irgendein Holz oder so rausholen, weil es einfach zu gefährlich ist. Ne? Dann hat er das gelernt, mit dem Bagger zu machen. Ja, das haben wir schon gelernt. Schaltschränke, Elektroinstallationen,
Auch die kann er sortieren? Die werden auch sortiert, genau. Jetzt sieht man wahrscheinlich die ganzen Satellitenkabel, die eben durch die ganze Haus und Wohnung durchgelegt worden sind, die hängen jetzt halt runter. Ne? Ja, die ist schon gefallen, die Schüssel. Ja, die ist schon nämlich ganz gerade. Also Programme kriegt man keine mehr. Aber er kommt so gut voran, würde ich sagen. Für eine halbe Stunde jetzt ungefähr. Kannst du sagen, wenn du mal auf den Zähler guckst, dann 40 Minuten. Ja. 40 Minuten. Ja, ich schätze mal so 3 Stunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich werde mir auf jeden Fall danach eine neue Hand kaufen, mal wieder. 3 Stunden Gimbal halten. Sag mal, hätte ich was Richtiges gelernt, dann müsste ich ja, jetzt nicht hier so sieht's aus. Um 7:30 stehen. Fensterbankplatz gehabt. Ich habe auch einen coolen Job. Es gibt jeden Tag was Neues. Du weißt ja nie, was passiert so wirklich. Ja, du kommst viel rum und siehst viel. Das ist interessant. Er stützt sich ab. Genau. Und das wird auch oft gemacht. Genau, er stützt sich ab, um den Bagger in eine Position zu bringen, wo er besser drankommt. Dann kann er schneller die Position verändern. Das ist auch so vorgesehen, also vom Hersteller. Das dürfen die offiziell. Oder das weiß ich nicht, das macht aber jeder Baggerfahrer. Also es geht. Also jeder, der es kann. Jeder, der es kann. Es geht auf jeden Fall. Wir müssen unbedingt mal diesen Film machen mit meinem Sohn, dass er mal Bagger fährt bei euch am Gelände. Ah ja, der hat schon ein paar Mal gefragt. Ja, kann er machen. Ja, da vorne hängt wirklich der Saatverteiler. Genau. Holt halt das meiste, was an Holz ist. Er wird nicht alles greifen können, ist klar, weil manches ist halt zu klein. Das wird im Nachgang wird das dann rausgeholt, wo er dann Haufen umsetzt und dann wird es halt handlich halt rausgeholt. Ne? Beziehungsweise, wenn er es dann sieht, mit dem Bagger auch. Bis dann quasi nur noch der eigentliche Bauschutt übrig bleibt und der wird abgefahren. In dem Fall jetzt. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Preisunterschied, wenn du das sortiert anlieferst. Also das kostet dann nur einen Bruchteil davon. Ja klar, Bauschutt ist halt mit das günstigste, weil das kann man auch wieder gut recyceln. Ne? So, wieder ein bisschen Holz. Holz und ein bisschen Müll. Aber die Dachfolie, die ist halt noch mit drauf. Die wird dann nachher abgerissen. Für den Bauherr ist halt, naja, komisch. Ne? Das ist ja gestern Abend noch da oder vorgestern noch da, alles gestanden und jetzt kommt er heute und dann ist alles weg. Es ist ein neues Bild. Also ich denke auch hier für die Straße hier, wenn die hier vorbeifahren. Absolut, das ist immer ein neues Bild. Ne? Das hat sich was verändert und jetzt kommt ein neues Haus hin. Das alte kannte man. Ne? Da war der Garde, alles war angelegt und hat ordentlich ausgesehen. Ja, aber auch jetzt mal da durchzugucken, das ist ja für viele auch eine Sache, wo die jetzt mal sagen, da soll ja nichts anderes hin, aber es kommen ja oft dann Häuser, die eine gewisse Höhe haben, die da sind. Aber ich glaube, das wird schön, das neue Haus. Ja, ich denke schon. Ja. Ja, ich frage mich nur gerade, wo die jetzt wohnen, die jetzigen Eigentümer dann. Im Wohnwagen, oder? Nee, die haben eine Wohnung angemietet. Oder ein Haus, ich weiß nicht. Irgendwas haben sie angemietet. Für den Zeitraum? Für den Zeitraum. Macht ja Sinn. Als irgendwo jetzt im Wohnwagen oder am Campingplatz. Campingplatz? Ja. Im Winter? Ja. Du kennst das ja. Ja, ich kenne das. Aber ich habe ja Fußbodenheizung. Kann nichts passieren. Dann geht's ja. Mensch, jetzt haben wir schon so viele Filme zusammen gedreht.
Aber das Problem ist immer beim Drehen, es gibt so viele Faktoren, den Tag genau zu bestimmen. Das ist immer so schwierig, weil, genau. weil du nicht sagen kannst, ich reiß genau an dem Tag ab. Das hängt immer davon ab, wie die Vorarbeiten vorankommen. Richtig, genau. Immer die Vorarbeiten. Und genau das Problem haben wir jetzt momentan in Ottweiler. Da gibt es im Moment nicht viel zu sehen. Ja. Deswegen müssen wir das verschieben, bis das eigentliche Haupthaus quasi gelegt wird. Mensch, es ist ja vollkommen blöd für mich jetzt freitags, dass ich früher frei habe. Das gefällt mir ja gar nicht. Nee, dann nutzt doch mal die Zeit. Mach ich meinem Sohn, der ist ja da. Spiel Fortnite. Nee, der ist in der Schule, aber meine Frau kommt. Ah, okay. Die ist heute im Homeoffice. Aber ich darf überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich habe noch so viel Arbeit. Wir haben ja gedreht gestern in Gießen 20 Videos an einem Tag. Oh je. Ja, 20 Fahrräder in Gießen gedreht. Da bist du ja abplatt, ne? Ja, also nach 20 Fahrrädern, dann ist zumindest so, dass ich keine E-Bikes danach mehr sehen will. Wo ich dann sage, okay, heute haben wir genug gesehen. Aber es geht dir ja manchmal auch so, wenn du da eine Baustelle hast, die geht richtig in die Knochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, jede Baustelle geht irgendwo in die Knochen. Weil man muss viel handlich, auch mit einem Pickhammer oder so an der Wand. Das geht schon auf die Arme, ne, auf die Schultern. Ist aber auch so, dass das natürlich als Ausgleich, die körperliche Arbeit haben ja viele nicht. Das ist schon ganz gut, oder? Dass du runterkommst. Ja, man ist klar, ist ein bisschen ausgepowert abends. Ne? Das ist nicht wie Bürokraft. Warte, ich zeig mal das Gesicht. Ausgeschlafen. Du weißt noch das letzte Mal. Entschuldigung, nichts geht Bürokräfte. Die arbeiten auch genug, aber. Ja, ja, du kommst dann immer raus aus der Nummer. Ja, ich weiß. Die Handwerker bei Bürokräften. Aber ich sag mal, wenn man sowas, Abriss ist schon eine stramme Sache. Also das geht schon auf die Knochen. Ich habe gesehen, es ist ja ganz oft, wo ihr mit so großen Maschinen gar nicht reinkommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Läden platt macht und da hast du großes Gewerk drin, da musst du ja mit den Maschinen reinkommen und da ist viel Handarbeit. Viel Handarbeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man, so tolle Maschinen eigentlich, wo wir uns die Arbeit sehr, im Großen und Ganzen sehr leicht machen ja, können. Ja, aber ihr habt mir erzählt, in der Hafenstraße, weißt du noch? Da war ein Gebäude, das habt ihr nahezu von Hand. Genau, das wurde von Hand, also geschnitten und von Hand. Ein Hochhaus? Ja, ein Hochhaus. Von Hand geschnitten, gebohrt und dann abgerissen. Über Monate. Über Monate. Und da, ich glaube, danach habt ihr gewusst, was ihr gemacht habt. Ja, danach wussten alle, was wir gemacht haben. Steht übrigens heute ein Hotel. War ein Bergwerkshaus und das genau. War Hightech. Ihr habt euch lange überlegt, wie man das abkriegt, weil man konnte es einfach nicht abreißen. Es ging nicht. So einfach ging das nicht. Ne? Das musste klein geschnitten werden. Ne? Denn das war so stabil gebaut, da wurden quasi wie Platten rausgeschnitten. War Stahl, oder? Das war mein Bruder hat das gemacht. Das war schon gut. Mein Bruder. Ja. Da war ich noch nicht in der Firma. Also ganz klarer Tipp. Nicht mit dem York anlegen, er hat noch Brüder. Ist das schön, mit den Brüdern zusammenzuarbeiten? Oder? Jo, absolut, weil Familie hält doch irgendwo immer zusammen. Ist aber klar, da ist es natürlich klar verteilt, die Hierarchien. Ich glaube, dein Bruder ist der Chef. Der ja, Patrick, große Bruder, ist der Chef. War er früher auch schon im Kinderzimmer, ne? Achso, der Patrick war auch der Chef, oder wie? Ja, der war immer der Chef. Ist er jetzt wesentlich älter als du? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Naja, das ist ja mittlerweile fast gar nichts. Damals war das ein riesig, oder? Damals war er, ja. Der war halt immer größer wie mir. Und ja, der Dodof. Da gab es wahrscheinlich schon damals schon Mofa fahren, wo du noch. Ja, da gab es nichts zu lachen. Nee, aber ansonsten halte ich mir unheimlich zusammen. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, wie man auf die Idee kommt, Abrissunternehmer zu werden. Also das muss ja irgendwann mal sich entschieden haben, beim Patrick, oder? Gut, beim Patrick ist das prädestiniert. Vater auch, oder? Der Mann macht Abriss, wäre nichts anderes gegangen wie Abriss, glaube ich. Nee, der hat schon vieles auch gemacht. Aber die haben irgendwann mal angefangen, mit Abriss klein anzufangen. Und dann wurde das immer mehr. Mein Zwillingsbruder macht ja Innenausbau. Ist so Elektromeister. Achso, du hast einen Zwillingsbruder. Zwillingsbruder, genau. Der sieht auch genauso aus wie ich. Oh je, das tut mir leid. Nur ist halt jünger wie ich. Ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten, ja. So. Ich habe ja auch Zwillinge. Die kamen auch so, ich glaube so 10 Minuten war die andere. Aber
man muss auch sagen, wenn man so viel Erfahrung hat, das ist so ein bisschen wie so ein Sprengmeister, der schon relativ gut sagen kann, was geeignet ist vorher schon. Genau, genau. Also es macht mein großer Bruder, der Patrick und der Marc, die wissen schon, wie sie was am besten machen, mit welchen Gerätschaften. Oder geht es auch relativ leicht von der Hand. Hinzu kommt dann auch der Wolfgang Bachmeier, der Bauleiter von größeren Projekten und so, der extrem viel Ahnung hat in dem Bereich. Und da ist das eigentlich alles relativ gut zu handeln. So, warum ihr euch jetzt übrigens fragt, warum wir sowas in Echtzeit zeigen und das auch noch im Fernsehen senden? Weil es ja relativ schnell geht in Echtzeit. Es geht relativ schnell. Also im Vergleich zum Bau des Hauses ist das hier zum Bau schnell. Und Umbau und Renovieren geht das alles schneller. So, ich habe schon gesehen, du hast auf deinem Auto jetzt einen ganz neuen Effektlack auf dem Dach. Zeig den gleich mal. Ich habe immer Angst wegzuhalten, weißt du, in dem Moment fällt was Schönes. Das war das letzte Mal auch so, da bin ich gerade ums Haus rumgegangen und da ist das ganze Haus zusammengefallen. Ich habe es auch drauf gehabt. Da habe ich noch gesagt, ich habe es drauf. Da gab es recht viel Resonanz, also ich war erstaunt. 150.000 Aufrufe auf so einen Hausabriss. 165, immer aktuell, ja. Also Mamas, denke ich, ist schon interessant und Mamas hat, denke ich, nicht so verkehrt. Und es gab schon Reaktionen, Leute, die das gesehen haben, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt sind es 165.000 dokumentiert. Ist schon viel, ja. Ja, wir hatten es ja auch im Fernsehen laufen, ich glaube eine ganze Woche. Wo die Leute auch gesagt haben, gut, dass der Jörg nicht immer im Bild ist. Der ich werde das nicht überleben hier heute. Was kriegst du einen Blick? Du hast mich heute Morgen hast du gesagt, oh, Gummistiefel heute Morgen, ja, weil ich habe mir extra aus dem Decathlon. Ich glaube 9 Euro haben die gekostet. Aber ich habe mir. Aber die sind gefüttert, sehe ich. Die sind A gefüttert und B hatte ich letztes Mal die Tonschuhe an, die sahen aus wie Sau. Und hat meine Frau gesagt, du kommst hier nicht rein. Siehst du, da hast du zu Hause auch einen Chef. Ja. Die Marlene ist. Mit der ist nicht gut Kirschen essen, wenn er. Und da geht es nicht nur um den Klositz oben zu lassen, sondern Spülmaschine einräumen, Sachen sortieren. Ja, gut, dass es nicht regnet. Jetzt genau zwischen zwei Tagen. Es hat ja gestern noch geregnet. Genau. Gut, Regen ist eigentlich gar nicht so schlecht beim Abriss, weil dann ist nicht so die Staubentwicklung so hoch. Ja. Das hilft halt ein bisschen. So, er isst mal gerade ein Brötchen. Schöpferische Pause. Eine schöpferische Pause. Ja, wo er überlegt, wie es jetzt weitergeht. Nee, ist auch gut. Dann kommt er mit dem Spritzer ein bisschen nach. Du kannst ein bisschen schon anfeuchen, das Ganze. Das war das letzte Mal so schön, da ist das Dach auf einmal gefallen, weißt du noch? Ja, ja, genau, bei dem Haus in Luftweiler, gell? Ja, da war ja auch die Aufgabe, war ja bei dem Haus, es reinfallen zu lassen. Weil das sollte alles ja in den Keller rein. Und ich weiß gar nicht, wann wir das gedreht haben. Im April, glaube ich, war das. April, Mai, ja, sowas. Ja, genau, genau. Da war ich auch bei der Entkernung dabei. So, jetzt kommt die Saatschüssel ran. So. Das war's mit RTL. Wo willst du hin, Han? Ich brauche keine. Es ist in der heutigen Zeit. Auf Seite. Mit Kabel, mit allem. Du, ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gehen wird mit Satellitenfernsehen, aber nicht mehr so lang, ne? Ich glaube auch nicht. Das ist heute alles IP, 5G.
Habt ihr mittlerweile dieses neue, artige Internet bei euch in Klarental? Ich glaube noch nicht, nee. In Heusweiler, wo ich jetzt wohne, da wird es jetzt gebaut. Da kommt jetzt Glasfaser hin und so. Das ist eigentlich nur ganz gut. Unglaublich toll ist das. Man hat so Suchmaschinen, Google heißen die. Da kann man Sachen nachgucken und so. Und ihr werdet demnächst angeschlossen ans Internet, oder? Ja, schon, klar. Das ist halt alles die Zukunft, wo man auch Werbung, also wird irgendwann so digitalisiert alles, dass man nur noch das nutzen kann. Ja, im Moment in Klarental noch Faxgeräte. Telegraph. Telex hat er noch. Modem. Das klingelt immer noch so komisch. Liebe Klarentaler, lasst euch nicht verarschen. Also, es war ein Scherz. Nee, aber es ist manchmal wirklich am Land schlimm, oder? Nee, ja, es ist nur in Heusweiler ist das höchste 100.000er Leitung. Aber erst nach Jahren. Also, es wurde jetzt vor 2 Jahren gebaut. Die ganze Jahre vorne dran war 16.000. Und war für mich halt auch ein bisschen wenig. Da wurde alles verschlaft ein wenig. Ja, das Problem ist auch, wenn mehrere Leute dann streamen. Du hast noch Kinder und so. Genau. Die gucken alle meinen YouTube-Kanal, hoffentlich. Mit YouTube, da wird gespielt und da geht es halt alles in den Keller. Viele Fernseher laufen jetzt selber Internet. So, du hast selbst auch Kinder? Ja, 2. Jungs, Mädels, was hast du? Ein Mädchen von 17 und ein Junge von 2. Von 2? Ja. 17 und 2? Ja, bisschen auseinander, aber... Und du wolltest noch mal wissen, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit, ich glaube mit 44, wenn ich mal gerade rechne, 53, mein Sohn ist jetzt 9, Kopfrechnen schwach, 44, ja. Naja, bei mir auch. Kam der Oscar. Bei mir kam der Nils. Der Nils? Ja. Und das ist so, da kann ich dir ehrlich sagen, danach hat der Tag wieder 24 Stunden. Absolut. Also, liebe Männer der Zunft, wenn ihr irgendwie glaubt, ihr wollt noch ein bisschen Aufregung, macht noch ein Kind. Aber ich hab ziemlich lange gebohrt bei meiner Frau, muss ich sagen. Wie fühlt sich das? Nein, jetzt weniger die Produktion, sondern bis die Entscheidung klar war. Ach so, ja. Das war ja kein Zufallskind. Ein gewolltes. Ja, wir haben sogar extra die Monddrehung haben wir ausgerechnet. Die Mondphase, 23 Uhr irgendwas, damit es auch Jahren Junge wird. Ah, guck mal hier. Da kommt das Banner, oder? Da kommt das Banner, richtig. Und Frühstück. Und hoffentlich schnell. Frühstück, glaube ich, nicht. So, halten wir mal drauf. Moin. Moin. So, jetzt gibt's Frühstück, oder? Nee. Wenn Not am Mann ist, kommt die Frau zum Bau, ne? Das ist so. Ja, wir sind schon ziemlich weit. Ich denke, ich muss nur noch 2 Stunden filmen. Dann fällt mir zwar der rechte Arm ab. Ja, sieht doch gut aus. Du bist normalerweise im Büro, oder? Und heute auf der Baustelle. Ja, ich bin allround. Ich habe dir letztes Mal gezeigt. Hat das jemand gesehen eigentlich? Das Bürovideo? Ja. Ihr seid schon ein cooles Team, muss man sagen. Also ihr habt für alles Spezialisten. Und der Jörg hat gerade eben so ein bisschen gewitzelt, dass die Leute ja im Büro nichts schaffen würden, hat er gesagt. Ach, hat er das? Er hat gesagt, so auf dem Bau. Da hat er nicht unser Büro gemeint. Ach so, okay. Ja, ja. Ist das eigentlich schwer, mit so Männern umgehen zu können? Weil die ja schon ein bisschen rauer sind am Bau, oder? Ja, man muss sich behaupten und dann ist alles fein. Unser Büro kann ich nichts sagen, die machen die Gehaltsabrechnung von uns. Kann man nichts sagen. Ich muss erfahren, das ist deine Frau, die gerade hier steht. Nein, okay. Die von Patrick, okay. Ja, wir hatten nämlich gerade die Rede von Kindern. Er hat ja noch einen 2-jährigen Sohn, gell? So, Nils. Genau. Das Problem ist, wenn du hier so einen 3-Stunden Abriss machst und dauernd im Abriss redest, das geht ja nicht. Wir müssen über viele private Dinge dann reden. Ja, hab ich Verständnis. Viel zum sortieren muss, viel Holz, wo da jetzt drin ist. Ne? Das ist jetzt gefallen, das ganze Dachgebälk quasi. Das holt er jetzt nacheinander raus. Ne? Dann ist er jetzt schon teilweise unten in der Wohnung.
wie man sieht, weil die Decke ist ja gefallen. Da ist und jetzt steigt der Holzstapel natürlich jetzt unermesslich in die Höhe. Ne? Heute Mittag kommt ein Container und da wird das quasi verladen. Sieht schon klar aus, ne? Wenn er so schräg steht, er sitzt ja schräg und ist dann am Arbeiten. Ne? Ja, aber ich habe ja schon das letzte Mal kurz mit ihm ein Interview gemacht. Heute Morgen war er ganz bedächtig, konzentriert ist er, anzufangen. Und er ist schon echt ein Crack. Ja, ja. Vorname vom? Stefan. Stefan. Jawohl. Er ist auch Saarländer. Der ist auch Saarländer. So, jetzt ist zwar noch kein Banner da, aber kommen wir halten mal kurz auf den Wagen. Ihr seid ja nicht mehr in Riegelsberg. Nein, wir sind nicht mehr in Riegelsberg. Wir sind jetzt in der Klarental, in der Fennerstraße 60C. Das ist die Hauptstelle dann. So, Gebrüder Theobald, ein Meisterbetrieb. Ihr habt mehrere Meister, gell? Nee, eigentlich nur einer. Du? Nee, der Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder. Ja. Der ist nämlich, glaube ich, Elektromeister. Elektromeister, genau. So, eine Haushälfte ist noch da. Ja, ist nur noch die Hälfte. Natürlich eine Gefahr, wenn er jetzt hier so schräg steht und der Keller ist noch... Der wäre jetzt nicht komplett verfüllt, dass er da einbricht, aber... Ja, aber so weiß er Bescheid, was das Mana, der verfüllt sich dann selbst den Keller, um nachher drauf zu fahren. So, gehen wir mal drum rum. Lass mal kurz mal gucken. So sieht das Haus von der Seite aus. Und das wird wahrscheinlich die Wand sein, die zum Schluss fällt. Ja, das ist die letzte Wand. Und da... Aber ist schon relativ weit, muss man sagen. Jetzt ist Gebälk und dann ist das Mauerwerk schnell weg und dann ist hin noch der Anbau und dann haben wir es ja schon. Eine Stunde und zwei Minuten. Wir reißen ein Haus ab in Echtzeit. Sternstunden des deutschen Fernsehens. Television. Und sortieren noch gleichzeitig. Und die Wertstoffe werden sortiert. Ja, ich sag mal schon, dass er der überwiegende Teil oder sehr viel schon Gott sei Dank rausholt, was an Holz und Müll mit drin ist. Da einfach mal eine Wand hingerissen. Ich glaube, man hat keine Ahnung, was das Ding kann. Also wenn das wirklich mal Vollgas geben würde. Also wenn einer mal sauer wäre und, ja, und die Frau könnte Bagger fahren, hätte Stress mit ihrem Mann. Ich glaube, das war doch irgendwo jetzt ein Baggerfahrer. Man hat irgendwelche Arbeiten getätigt und war dann sauer auf den Bauer und hat dann irgendwie die Balkone abgerissen. Hat die so abgerissen, Riesenschaden. Ja, Riesenschaden. Also leg die Schnitt mit dem Baggerfahrer an. Frag ist hier das Eisen, das ist ineinander gegangen. Ja, hat schon raus. Hat schon draußen. Machen wir mal eine kurze andere Perspektive, ganz kurz. Das ist der Stapel. Man hat da schon mit der Holz und Müll getrennt. Der Müll liegt da vorne dran, Holz liegt hinten dran. Und der Restmüll, was jetzt da dran an den Balken hängt, wird dann abgerissen und dann wird dann auch richtig entsorgt.
So, holt sich mal wieder einen Balken, das kenne ich schon. Warte mal. Und sticht dann mit dem Balken nach innen. Ja, er drückt damit die Wand ein, weil er kommt schlecht dran und dann drückt er mit dem Balken jetzt die Wand ein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da ja immer Hilfsgeräte auf der Baustelle liegen. Ja, so ganz kleine Bohlen. Ja. Die unser noch nicht packen tut. Er nimmt jetzt wirklich Zentimeter genau, macht das gerade. Ja. Jetzt kann aber sein, dass gleich richtig was fällt, oder? Die Decke wird dann fallen. Die genau, wird halt legen. Ne? Und das Dach auch, oder? Das Dach ist noch fest an den Wänden. Aber du willst ja was sehen. Ja, wir sind ja nicht zum Spaß genau. Hier. Jetzt hat er's. Aber krass, wie das Holz bricht, oder? Ja, das ist halt älteres Holz. Wenn der das greift, dann drückt schon einige Tonnen auf das Holz schon drauf. Ne? Boah. Das klang jetzt wie auf der Kirmes. Oh. Boah, der Kollege tritt mal einen Schritt zurück. Schade, dass das Geräusch nicht hören konnte. Es war so ein. Wie auf der Schiffsschaukel. Das war die Decke. Ja. Ah, schon eine Staubentwicklung, wenn man das sieht, ne? Es geht aber. Geht also, es hält sich Gott sei Dank, dass der Wind nicht so stark geht, in unserem Bau drin. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass ihr nicht solche Erschütterungen macht, dass irgendwelche Häuser daneben zu Schaden kommen. Genau. Oft haben wir es halt, wenn wir jetzt eine Bettung aus haben, dann müssen wir das picken. Durch diese Pickerschütterungen kann es natürlich zu Risse kommen. Da müssen wir immer alles vorher abklären. Haben wir jetzt zum Beispiel einen Ottweiler gehabt. Also nicht, dass wir den Riss gemacht haben, aber das Haus hatte schon Risse. Da wurde dann vorher ein Gutachten gemacht, dass keine Risse dazukommen. Ja. Ja, schon ein großes Loch. Ja, wird immer weniger. Also man sieht schon, dass immer noch extrem viel Holz mit drin ist. Ne? Da war früher haben die halt viel mit Holz, Decke, Balk und Schüttung und alles gearbeitet. Und dort, wo mir halt nicht hinkomme, weil du weißt auch, die Decke war alles gefliest, mit Estrich teilweise. Dort, wo man rankam, haben wir es rausgemacht. Aber manchmal kommt man halt da nicht ran an alles. Das war jetzt gerade eine Wasserleitung oder Gasleitung. Ist alles abgestellt und abgetrennt. Die er da mal kurz rausgezogen hat. Ich denke, wenn er es einfach nur platt machen wollte, ohne Trennung, da wäre er in 5 Minuten fertig. Ja, das war nicht ganz, aber ich sag mal, 1/2 Stunde wäre das Ding weg. Aber dadurch, dass er halt vieles schon vortrennt. So, das war mal gar eine Elektroleitung, die durchgerissen ist. Einfach mal ein Kabel getrennt. Ich stelle mir das auch vor, wenn unten drunter jetzt eine Gasleitung ist oder ein Gasanschluss, der unterm Haus lang läuft. Ist das denn unterm Haus oder ist es vorm Haus meistens? Hier ist vorm Haus, man sieht hier noch rechts, darüber ist das gelaufen. Da geht es seitlich ins Haus und wurde dann da oben im Bürgersteig getrennt. Ne? So, die sperren das dann ab. Wird alles abgesperrt, abgetrennt und drin halt alles ausgebaut. Ne? Ganze Zähler wurde dann alles ausgebaut. Und Wasser ist das gleiche. Wasser haben wir jetzt ist getrennt worden und wurde dann da vorne, da haben wir hier ein Kopfloch gemacht.
Und hier ist die Wasserleitung, die von der anderen Straßenseite kommt. Okay, das ist dann auch die Leitung, die ihr später kriegt, oder? Ich gehe mal davon aus, ja, dass sie dann dort nochmal dran gehen. Da sieht man noch die Holztreppe, die alte, ja, die wir eben noch drin gesehen haben. Gut, dass wir vorher drin waren, dass die Leute mal so ein Bild hatten. Ein bisschen ganz gesehen. Ja, aber so, wenn die jetzt so alt sind, die Häuser, so 200 Jahre, da ist ja viel drin passiert. Da sind Kinder drin geboren, da sind Hochzeiten, da ist jemand drin gestorben. Genau. So Häuser haben ja eine Riesengeschichte. Riesengeschichte. Teilweise haben wir auch was so ein bisschen Geschichtliches gefunden von Büchern von 1910, 1920. Überleg mal, das hat mehrere Kriege überlebt, das Haus. Genau. So, jetzt kommt die Treppe. Wow. Die hat wahrscheinlich auch Gewicht, oder? Ja, es geht. Ist ja ein bisschen Holz. Bisschen Holz. Aber mir wird es nicht packen. Da liegt er. Und die Elektroverteilung ist jetzt Geschichte. Ja, das ist viel in so einem Haus passiert, wenn das so alt ist. Ne? Da haben Generationen gelebt. Ihr habt ja teilweise Elektroverteilungen, die noch ganz neu sind, die ja, wenn ihr irgendwas zurückbaut, dann auch dann zum Einsatz kommen. Da tut es einem schon ein bisschen der Seele weh. Aber ja, es gibt Leute, die das kaufen, ne? Genau, genau. Mein Bruder baut halt viel so Zeug aus. Ach, da sagen wir, das sind ja unter Umständen Heizungen, die neu gemacht wurden, mal die fliehen raus. Ne? Die sind dann 3, 4, 5 Jahre alt und das heißt, die kann man noch verwenden. Könnte man eigentlich noch verwenden, genau. So. Oh, da war ein Koffer mit Geld drin. Schade, nee. Ja, nicht das, was ist drin ist. Ist das jemals passiert, dass ihr einen Schatz gefunden habt? Nee, ich glaube nicht. So ein Goldbarren irgendwo eingebaut, nee, in der Wand? Nicht. Schön wäre es, aber ich glaube bisher heute noch nicht. Ein Topf voller Gold. Das ist schon geil, da liegt da so ein Koffer dann auf einmal. Ah, du gehst ja Schlohengrit, warum guckt er jetzt noch im Koffer? Er hat aber auch den geilsten Job hier. Er muss, aber es ist wichtig, ja. Er muss halt alles nass halten. Genau, muss alles nass halten. Das ist halt nicht so Staub, weil die Leute haben trotzdem irgendwann irgendwo noch ein Fenster auf und dann wollen wir nicht dorthin putzen gehen. Da muss mal ein Tuschur dranbleiben. Was? Da muss mal ein Tuschur dranbleiben mit dem Spritze, weil es ist. Das ist so trocken alles, gerade Sandstein. Wenn du ins Beton geht, dann merkt man die Nähe zu Frankreich so ein bisschen. Ja? Zum Tuschauer dranbleiben. Ja. So, jetzt muss er gleich schon höher. Bitte? Jetzt muss er gleich schon höher, dass er drankommt. Ne? Ah ja, okay, er fährt mal ein bisschen hoch. Er hat ja Power. Boah, der kommt überall hoch. Warte, ich zeig's euch mal im Ganzen, dass ihr mal gerade mal seht, das ist die Situation im Weitwinkel. Und jetzt geht's dem Dach an den Kragen. Vielleicht. Ah, er baut noch ein paar Balken aus. Ein paar Balken raus, dass er dann das Dach doch in Falle lassen kann. Thank you.
und dann ist, schätze mal, eine halbe Stunde, Stunde ist der vordere Bereich weg und dann ist nur noch hinten. Aber hier hat halt viel zu sortieren, ist viel Holz drin. Ja, ein schönes Video für die Eigentümer. Ja, das Grundstück ist toll. Das Grundstück ist toll, ist auch schön angelegt. Du kommst hier nicht rein. Aber er will das Durchfeld, oder? Der eins tiefer, ja. Er ist durch. Ja, ja. Jetzt muss er den Keller ein bisschen verfüllen, dass er dann nachher sich draufstellen kann. Jetzt haben wir der halbe Keller, die Wohnung halt unten. Ist ja nicht ganz im Keller, ganz unten. Jetzt fällt es richtig rein. Jetzt fällt es rein, genau. Ah, da war Stahl drin. Da ist eine Schiene, ja. Da war viel Stahl drin. Noch eine Schiene, ja. Ach so, das war der Grund, warum wir nicht durchkamen. Eben direkt. Ja, ich glaube, da war noch sogar ein bisschen Bettung dazwischen. Aber er hat die Träger mal eben... Die holt er so raus, eigentlich wie Balken auch. Eben mal ein kleines bisschen verformt. Ja, früher, da waren ja auch die Bagger, da kam da Rauchschwaden raus, wenn er irgendwie Gas gegeben hat. Das gibt es heute gar nicht mehr. Nee, da, Rußfilter. AdBlue halt und Partikelrußfilter, so alles drin. Da kommt, sieht man, wie man sieht, wenn das hier der Auspuff kommt, gar nichts raus. Ich kann euch sagen, das war früher nicht so. Als ich zur Schule gefahren bin mit den Stadtbussen damals, da war... War es original eingenebelt. So, es ist manchmal so dicht. Das ist immer die alte Sandsteinwand. Dass halt er gar nichts sieht. Sehr viel Staub, ja. Dann warte mal, bis man ein bisschen weggesprüht und gespritzt hat. Und der Staub sich gelegt hat. Und dann geht es weiter. Ja, wenn jetzt jemand das sieht und sagt, er braucht jetzt mal ein Angebot für so einen Hausabriss, wie läuft das bei euch? Das läuft dann über meinen großen Bruder oder über der Wolfgang halt. Anrufen, einfach sagen, wo es ist. Die kommen vorbei und die rechnen das dann aus. Ne? Die mal eine Hausbegehung sehen dann die Störstoffe oder was halt raus muss und was für Arbeit das dann ist. Ich glaube, die Strafen sind ganz horrend, wenn du irgendwelche Stoffe hast, die speziell entsorgt werden müssen, die da einfach irgendwie, ja. Ist er richtig. Wenn es Asbest oder Glaswolle, KMF, die tun wir halt in Säcke entsorgen und holt dann den Entsorger ab. Das heißt, die darf man nicht einfach verfüllen im Keller, oder? Nee. Das darf nicht sein. Ich glaube, dass man sich damit überhaupt keinen Gefallen tut, oder? Nee, das Asbest, das dann gebrochen ist, ist halt schon gefährlich.
So, für alle, die zuschalten, wir sind in Riegelsberg in der Schachtstraße und reißen ein Haus ab heute am 17. September zusammen mit den Gebrüdern Theobald, Haus Nummer 2 übrigens in meiner Geschichte, was ich in Echtzeit mitfilme. Eine Stunde und 20 Minuten haben wir jetzt. Das Haus ist zumindest mal die Vorderseite zur Hälfte schon weg. Und Stück für Stück wird alles sortiert. Und die Nachbarin guckt es jetzt mal an. Die Nachbarin hat jetzt mal gerade gefragt, wer da steht und filmt und macht. Oder sie will sich dann gann mal anschauen. Ja. So, jetzt fährt er höher. Ja, immer höher, immer höher. Und dass er wirklich an die letzte Spitze drankommt. Aber wollte so viele Leute kommen und filmen und Video machen, jetzt müssen sie es hier gucken. Im Wohnzimmer zu Hause. Also ich überlege, was ich schon alles gefilmt habe. Ich glaube, das hier dürfte so die 5000. Doku sein. Ich glaube, 4900 irgendwas sind wir jetzt. Und ich habe wirklich schon viel gesehen. Aber Häuser abreißen, das ist schon beeindruckend. 30% haben wir noch im Akku. Wahnsinn, ne? Ja, die Herausforderung ist immer hier, gegen das Licht zu filmen. Dass du das Ganze auch noch gut sehen kannst und nicht zu dunkel wird. Fast am Ende. Jörg, jetzt darf die Wand ja nicht in die falsche Richtung fallen. Genau. Ziel ist es halt nachher, alles nach innen fallen zu lassen. Dort, wo eh schon eine Bauschutt liegt. Ne? Kann aber nichts passieren. Ihr habt auch den Container strategisch dahingestellt. Genau, so ein bisschen als Schutz haben wir den dort stehen gelassen, damit halt nichts bei den Nachbarn fällt. Aber wir haben ja dort Anbau, der ging ja bis hierher, haben wir auch schon weggerissen und da ist hier gar nichts hingefallen. Der war halt auch, aber nicht so hoch. Da war wahrscheinlich ein Teil vom Wohnzimmer noch oder was war drin? Genau hier, ja gut, das war die untere Wohnung quasi, ja, wurde da weitergeführt. Ne? Die Verlängerung. Da war dann ein Bad noch mit drin, ich glaube ein Büro. So, das ist da, wo er jetzt draufsteht. Genau. Da steht er jetzt drauf auf dem Schutthaufen. Schon Wahnsinn, wie schräg der da steht und arbeitet sich ganz normal fort. Ne? Ja, muss das mal. So, was war das? Ein Ofen. Ich kann jetzt aufgepasst. Irgendein altes Rohr. Ja? Was ich ja total krass finde, ist, wenn zum Beispiel irgendwelche Häuser sofort abgerissen werden müssen, weil sie irgendwie baufällig sind, ja, und die Leute gar keine Zeit mehr haben, irgendwas rauszuholen groß, weil die nicht mehr rein dürfen. Mhm. Das habe ich jetzt mal gesehen. In einem Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo das war,
da sollte das Haus wirklich, glaube ich, binnen 24 Stunden musste das abgerissen werden. Weil irgendwie die Nachbarhäuser baufällig, ja. Ja. Das. Ich überlege gerade, mit welcher Strategie jetzt rangeht, mit der Wand hinten. Ja, er wird jetzt das Dach noch innen ziehen und dann kommt die Wand vielleicht mit, so dass er es noch innen ziehen kann. So, man sieht ja noch nichts, aber hier vorne ist das Dach ist schon fast weg. Schon drin gestanden haben. Und jetzt sind wir schon hinten. So, und bald ist die Aussicht frei. Guten Morgen. Ist das schön hier? Ist jetzt die Aussicht besser. Bitte? Warte mal, ich komme mal kurz dahin. Ich sage Hund hier, der kracht immer. No. Der Hund. Der Hund? Jo. Ach, dein Hund bellt die ganze Zeit. Oh je. Jo. Ja, ist aber jetzt bald vorbei. Ja? Ja. Wie lange geht das nur, bis das abgerissen ist? Stunde ungefähr. Stunde? Ja. Nicht. Nee, länger nicht. Dann ist alles weg. Dann ist alles weg. Das Haus ist dann gelegt, aber es wird noch ein bisschen sortiert. Aber es ist nicht mehr so laut. Der Bagger hört man dann nur noch, aber dann wird der Abfluss dann. So, ich gehe mal schnell hin, nicht dass irgendwas Wichtiges fällt. Geht dem Ende zu, zumindest mal im vorderen Bereich. Im vorderen Bereich zur letzten Wand. Da kommt, glaube ich, der Bau her. Das Gasthaus zur letzten Wand. Zurück. Moin! Moin! Oje, 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 sagst du. Oje, oje, oje. Harry, es fällt langsam. Es fällt langsam, ja. Ich habe alles drauf. Wir haben auch kurz vorher noch eine Begehung gemacht drin. Hat schon wie es ausgesehen, ne? Hast du gesehen, wie ich gewohnt habe? Schlimm, oder? Was ist das für ein Feeling jetzt? Ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber. Es ist dein Haus, wo du geboren bist, oder? Nee, von der Frau ist das Haus. Das Elternhaus von der Frau, ja. Elternhaus von der Frau. Aber dein Sohn ist da groß geworden? Mein Sohn, meine Tochter, ja. Ja, es war aber notwendig. Ja, ich habe schon gehört, es ist Schimmel war drin, Feuchtigkeit. Ja, genau. War Schimmel drin, Feuchtigkeit. Ist schon uraltes Haus, 1888, 90. In dem Dreh ist es gebaut gegangen. Und man hat es einfach nicht trocken gekriegt, das war das Problem. Und man wollte jetzt in Ruhe alt gehen, wie man so schön sagt. Deswegen kommt halt der Neubau hin. Ich zeig dich mal gerade. Das ist, ich sag mal so, du hast mich angerufen, ich habe das gar nicht gewusst. Hast du gesagt, ja, du weißt, wo du am Freitag bist. Ja, das ist mein Haus. Ja, ja. Ja. Aber wir zeigen das jetzt mal den Leuten. Weg. Ja gut, die machen das schon gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat alles gepasst bisher, also kann ich nur empfehlen. Alles
von der Organisation her, über alles im Zeitplan wunderbar. Funktioniert alles super. Ja, ich habe schon eben mal kurz moderiert. Der Ausblick für die, auch für die Nachbarn, wird ganz anders sein in Kürze. In Kürze ja, Rieseloch, ne? Ein Riesenloch. Ja. Aber es wird nicht lange so bleiben, oder? Nee. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt das neue Haus. Kommt ein Fertighaus. Das kommt voraussichtlich, wenn alles gut geht, März, April. Und das steht ja innerhalb von einer Woche. Von einer Woche. Das heißt, ihr könnt direkt einziehen und dann muss man das noch trocken wohnen? Ja, noch ein paar Kleinigkeiten, die man noch machen muss vom Innenausbau, die ich jetzt selbst mache. Ja. Aber ansonsten kriegt man sowas auch schlüsselfertig. Ja, das ist mittlerweile Hightech. Das heißt, die erfüllen die neuesten Normen, alles. Ja, das auf jeden Fall. Das sind ja diese Effizienzhäuser, die sind halt, wenn auch gefördert, die KfW. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Und das ist ja das Problem, was man im Moment hat, mit Handwerker, irgendwo Handwerker zu kriegen. So ist es halt, das Haus kommt, steht innerhalb von einer Woche und man ist durch, ne? Das ist krass, oder? Ja, das ist krass. Das also, wenn das Haus kommt, ruf mich an, dann komme ich nochmal. Ja. Dann, wenn das binnen einer Woche steht. Ja. Und was ist das für ein Haus, was ihr jetzt baut? Ist es so Holzständer oder was? Ja, Holzständer und das ist außen verplankt. Also mit, das ist so spezielles Gemisch mit Glasfasergemisch. Ja, ist halt wirklich, sind 30er Wände, also sind ziemlich dick und sind sehr gut isoliert. Er erfüllt halt die Maßnahme, was die KfW verlangt für diese Fördermittel. Also ist wirklich sehr, sehr gutes Haus. Sind auch sehr zufrieden mit der Firma. Das klappt bisher auch ganz gut. Hoffen wir toi toi toi, dass alles weiterhin so läuft. Okay, das heißt, es gibt jetzt unten drunter jetzt nichts mehr, was ausgebaggert werden muss, ein Keller oder so? Ich mache eine Bodenplatte. Ohne Keller, Bodenplatte, okay. Ja, genau. Ich glaube, dass man das nicht mehr macht mit den Kellern heutzutage, oder? Das ist ja einfacher. Ja, ich sag mal, was hat man im Keller? Im Keller hat man eventuell noch einen Hauswirtschaftsraum oder ein bisschen Lagerraum, aber das ist, Keller ist immer etwas, das wird achmonass, weil es im Erdreich steht und es ist halt Larafläche. Irgendwann ist der Keller vollgestellt und man hat zu viel unnötige Sachen im Keller stehen, das will ich nicht mehr. Das stimmt, ja. Absolut. Ja, du lebst im Moment in der Wohnung, du hast dich eingemietet, habe ich gehört. Ich habe mich eingemietet, ja, genau. Für ungefähr ein Jahr oder was? Ja, bis im Sommer. Das ist jetzt die Planung, dass bis Mai, Juni das Ganze vorbei ist, dass wir umziehen können. Aber das wird sich noch ausstellen. Das ist im Moment mit der Maßnahme, mit der Baumaterialien halt immer ein bisschen schwieriger gehen. Ja. Genau, wenn du mal so lieb bist, mit mir mitkommst, wir schauen mal rein, damit du das Ausmaß mal siehst. Oh je. Wahnsinn. Teil 1 ist ja schon gefallen gestern. Ja. Wahnsinn. Da wird er ein bisschen wehmütig, oder? Ja, schon ein bisschen, muss man sagen. Schon ein bisschen. Aber, mein Gott, wir haben es jetzt so ausgesucht. Man sieht ja die Bauweise von früher, dieses uralte mit dem Sandstein. Außen Sandstein, auf beide Seiten außen Sandstein, in der Mitte aufgefüllt mit dem Material, was da war. So, er zieht jetzt mal an der Wand. Mal schauen, wie die Strategie jetzt ist, für die letzte Wand umzukriegen. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Das ist natürlich, wenn jetzt alles neu ist, ihr habt die Möglichkeit gehabt, euch das so einzurichten, wie ihr wolltet von denen. Genau, das, also die haben so bestimmte Module, sage ich mal Haustype, die nennen sich, was weiß ich, XY, der Name weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann wird mir mal Architekt, der Innenausbau wird komplett selbst geplant. Also das ist jetzt genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. So, das Dach, was für ein Dach ist später drauf? Ein Satteldach? Walmdach. Ja, genau. Das ist von der Bauweise nennt sich das so Stadtvilla. Also quadratisch praktisch gut, sagen wir mal. Und das war jetzt hier überhaupt kein Problem mit den entsprechenden Behörden, dass die gesagt haben, das muss aber genauso aussehen wie vorher? Nee. Wir haben ja hier genug Platz. Wir haben ja alleine 20 Meter Front. Muss natürlich klar diese Abstände einhalten von da zum Nachbar hin, aber ansonsten gibt es da keine Probleme. Nee. Vorsicht, mal gerade kommt. Ja. Ich gehe mal gerade zurück. Ja, ich habe ja schon mein Haus gefilmt in Echtzeit, in Abriss. Er geht hin, er sortiert alles direkt währenddessen. Gut, die haben ja im Vorfeld schon fast 14 Tage da drin geschafft. Entkernt. Und,
Weil das gibt es ja mittlerweile nicht wie früher. Früher ist man hin, hat das Ding abgerissen und weggefahren. Heute ist das ein bisschen anders. Ja. Ja, jetzt mal gerade eben so ein Haus zu bauen, das ist mit unglaublich vielen Sachen verbunden. Das heißt, du musst beim Bauantrag stellen. Bauantrag, dann halt das war alles, was man beim Abreise beachten muss. Wir haben eine Gasheizung, die Gas hat mir so abgeklemmt gehen. Dann hat mir so, da oben sieht man die Stromleitung, wir haben ja so Dachständer, der hat mir so abgeklemmt gehen. Das heißt, die sind kommen mit dem Hubsteiger, haben das abgeklemmt komplett. Und das haben wir jetzt von dem Ständer aus Baustromaggregat, dass wir wenigstens ein bisschen Strom haben. Dann halt Wasser hat mir so abgeklemmt gehen und. Und dann halt diese ganz andere Behördegänge. Ja, das ist schon ein bisschen aufwendig, aber wir haben uns früh genug darauf vorbereitet. Boah, so ein riesen Balken, wie der den so eben mal nimmt. Ja, ja. So wie ein Zahnstocher, ne? Wie ein Zahnstocher. Und hat meistens nimmt er die dann auch noch als Werkzeug. Also wenn er irgendwas umschmeißen muss. Ja. Das war ein Fenster. Der Rest jetzt, ja. Ja, ich habe wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit alles renoviert, mehrfach, innen, außen. Und was da denn so zum Vorschein kommt an Tapeten, teilweise der letzten 200 Jahre? Ja, das ist schon im Altbau sieht man es ja noch da oben. Da ist also, wie die früher gearbeitet haben. Ne? Die haben halt einfach nur überklebt, immer nur überklebt. Hat aber auch gut isoliert. Ne? Im Laufe der Zeit. Ja, ich werde auf jeden Fall das Video mal schicken. Das muss ich mal schicken, auf jeden Fall. Vorab, bevor es ins Fernsehen kommt. Ja, ist natürlich für dich schön, du wohnst an derselben Stelle, du hast die gleiche Adresse, es ändert sich nichts. Es sind dieselben Nachbarn. Meine Gardeanlage ist schon angelegt, so weit hinten dran. Das ist halt auch alles ja, immer mit viel Kosten verbunden. Das war im Endeffekt eigentlich... Wir haben auch ein bisschen länger schon gesucht, noch ein adäquates Grundstück oder noch ein Haus. Aber wir haben nichts gefunden, wo man sagt, wir gehen keine Kompromisse mehr hin. Das wollten wir auch nicht mehr. Wir wollten einfach mal jetzt so, wie wir es uns vorstellen. Ja, so eine Planung ist natürlich, wenn man die jetzt mit zwei Leuten macht. Ich meine, deine Frau war mit dabei bei der Planung. Genau. Ist da schon mal Streit vorprogrammiert, oder? Natürlich, klar. Du bist der Erste, der mal ehrlich ist. Nein, ich und meine Frau, einvernehmlich. Nee. Einvernehmlich ist das, war das auf keinen Fall. Wir waren uns sofort einig. Ja. Also ich weiß nur bei meiner Frau. Nee, hat aber am Schluss gepasst. Ja. Und der mich gesagt hat, das machen wir jetzt so, fertig. Ne? Der gute alte Männerwitz. Aber es geht ja nichts ohne Frauen. Ja, das stimmt. Muss man fairerweise sagen. Das Bauen wird immer teurer. Baustoffe, ich glaube, wenn du das Haus vor 10 Jahren gebaut hättest, wäre es wesentlich günstiger gewesen. Das ist nicht nur das Holz, oder? Nee, das ist nicht nur das Holz. Das auf jeden Fall. Das war vor. Aber deswegen sind halt jetzt die Zinsen ziemlich tief. Die waren vor 10 Jahren auch ein bisschen höher. Aber ja, irgendwann ist der Schritt da, jetzt haben wir es gewagt und es ist alles noch finanzierbar. Jörg, ja. Guck dir mal an, jetzt ist fast nichts mehr da. Ja, nur noch ein Rest. Ja, eine Wand da hinten, der Giebelwand, die wird er jetzt noch gleich wegholen und dann geht es hinten schon in den unteren Bereich und dann war es das schon. Ne? Wenn du überlegst, das macht ein einziger Mann und einer hält einen Schlauch. Ja. Das ist sehr produktiv. Ne? Das sind die Maschinen von heute. Und einer labert noch ein bisschen dumm. Ja, das, du meinst mich, aber... Da ist mich gemeint, aber... Es ist wirklich schon beeindruckend, wenn du siehst, was die Maschinen heute können, oder? Ja, das ist der Zentimeter genau da eben... Wahnsinn. Vor allen Dingen er ist ja wirklich, ich glaube, der kann mit der
mit dem Löffel da vorne, mit der Gabel kann der, glaube ich, die Zahnstocher aus dem Bauch, aus dem Dreck rausholen und schafft das noch, den an die richtige Stelle zu setzen. Das ist Wahnsinn. Es war eben interessant, der wollte einfach nicht einstürzen, der Keller. Und dann ist er mal hingegangen, hat mal so 3-4 Mal drauf gekloppt. Und da waren da so richtig massive Stahlträger, die waren komplett verbogen. Also immer so als wäre da nichts da gewesen. Ja. Guck mal, diesen riesen Haufen an Holz an jetzt. Ja, und da kommt noch. Da kommt noch. Ja. Ich glaube, das wird schon schön. Ja, denke ich auch. Also das neue Haus jetzt von der Planung her ist genau auf uns zugeschnitten. Das passt. Also freue ich mich schon drauf. Großes Haus? Ist kleiner wie das. Das ist jetzt 10,7 auf 10,7 Meter. Ja. Ist über die untere Ebene noch einer Stockgruppe drauf. Und dann das Dach halt. Ist halt die Wände sind komplett gerade in der ganzen Räumlichkeit und hat bei der Größe trotzdem noch 188 Quadratmeter Wohnfläche. Also 188? Ja. Das ist doch ordentlich, oder? Für zwei Leute ist das ausreichend, ja. Ich glaube, wenn man heutzutage planen, ist natürlich das Thema barrierefrei ein großes Thema. Man weiß ja nie, was einmal passiert, oder? Genau das haben wir auch so mit Ihnen geplant. Das ist das alles war hier gar nicht barrierefrei, daraus. Das war alles andere. Alles andere, ja. Da noch eine Stufe, da noch eine Stufe, da noch ein kleines Räumchen. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn du irgendwann mal aus dem Haus ausziehen musst, weil du irgendwie nicht mehr aufs Klo kommst. Ja. Oder halt mit dem Rollstuhl nicht drumherum. Du wirst wahrscheinlich sanft entschlafen im Alter von 107, vollkommen gesund. Aber man weiß ja nie, oder? Sehr wahrscheinlich, ja. Genau in dem Alter. Wie der Freund immer gesagt hat, wenn ich vom eifersüchtigen Ehemann erschoss mit 100. So. Hier fährt der Großraumbus, oder? Ja. Das ist halt die Lage ist halt ideal hier. Wir sind Mitte im Ort, wir wohnen ruhig. Wir haben zentral die Schule, wir haben Schwimmbad, Sportplatz, Einkaufszentren und noch eine Buslinie durch die Straße. Also alles ideal. Okay, das heißt, wenn du das Haus mal verkaufst später, hat es einen Mega-Wert, wenn du dann umziehst in deine letzte Ruhestätte. Genau, dann da können sich dann mehr Kinder drum bemühen. Genau. Aber es ist ja auch heute, wenn du was baust, Immobilien, das hat ja einen Wert mittlerweile, auch einen Wertzuwachs. Das ist unglaublich. Also alles explodiert, die Preise sind explodiert. Und dann sind natürlich solche Voraussetzungen, wie jetzt gerade mit der Lage wie hier, ist das natürlich, steigert das Ganze natürlich. Ja. Ich hatte das letzte Mal ganz viele Kommentare, die sagten, ja, das Haus war doch noch gut. Was sie nicht wussten ist, ich glaube, es hatte eine Neigung von 4 Grad. Ja. So, du hattest ja hier Glück, es gab hier keine Grubensachen oder irgendwas, Absenkungen. Nee, aber trotzdem wurde das geprüft, weil wir sind ja hier, das ist ja, der Name ist ja Schachtstraße, das heißt, hier war ohne drunter war auch mal ein Schacht von der Grube aus. Und das war, wie wir damals den Anbau gestellt haben, ist das von Sabesch überprüft worden. So, jetzt warte, ich muss gucken. Ach, schnell. Es könnte. Da hätte er ja mal Bescheid sagen können. Als ob es nichts wäre. Ja. Ja, macht er gut. So, als wäre es Originalpapier. Ja, okay, man hört sich das so an. Ja,
gut, das ist der Putz außen, oder? Ja, ja. Ja. Mhm. Jetzt will das aber wissen. Ja, er will Mittagessen. Ja, das liegt wahrscheinlich hier an dem Putz, dass er das so Zentimeter genau machen kann. Der hält das Ganze mal fest. Genau. Jetzt sieht man, wie breit die Schaufel ist. Ja, man lacht so. Aber glaub mir, so in 20, 30 Jahren, wenn du dir das Video nochmal anguckst und dann sagst, das habe ich damals mal gemacht. Eine Kinderzeile. Damals, 2021. Als wir Internet bekamen. Das alte Sandstein, ne? Und das Haus, das war eigentlich stets im Besitz der Familie von deiner Frau? Genau, stets im Besitz der Familie. Also wurde von einem Uropa gebaut und war seitdem immer in der Familie, im Familienbesitz. So, das war übrigens die Hausnummer 6. Das war die Hausnummer 6, jetzt ist sie weg. Liegt aber noch auf dem Gelände. Ja. Sie liegt noch am Gelände. Ja, das ist so. Oh, Vorsicht. Komm, wir gehen nochmal rum. Ja. Obwohl. Mal von der Seite. Aber Jörg, guck mal hier, wie er jetzt steht, der Bagger. Ja, jetzt steht er noch gut. Er steht mittendrin. Statt nur dabei. Statt nur dabei. Das ist schon echt beeindruckend. Immer wieder. Ich habe noch nie am Stück eine Batterie leer gefilmt. Wir haben noch 13%. 1 Stunde 48. Das kriegen wir noch hin. 17. September, wir reißen in Echtzeit ein Haus ab. Und wieder sortieren. Die kleine Wand, die wir auch eben gesehen haben, zur Veranda. Ganz kurz.
Ja, wie gehen wir hier raus? Hier der Anbau. Hier, dass was mit Flow kommt. Da ist jetzt ein Fachwerk drauf. Genau. Ah, er nimmt wieder den Zahnstocher. Ja, der Winkel stimmt nicht. Rutscht er immer ab. Wenn es halt so nicht geht. So. Dann halt ein bisschen grober. So, ich nehme an, dass du dich auch gut daran erinnern konntest, als ihr hinten die Veranda erweitert habt. Auf jeden Fall, ja, das ist schon lange her, aber ja, es ist halt so, ne? Es ist schon ein bisschen Wehmut ist dabei, aber es wird ja später, neuer wird es ja besser, auf jeden Fall. Gehe ich mal stark davon aus. Und natürlich auch für die Gesundheit, was ganz anderes. Das auf jeden Fall, weil das Nasse in dem Wohnbereich, das war schon nicht schön. Das, haben wir spät gemerkt, aber es war eigentlich keine andere Alternative da. Jetzt da drin noch einmal zu renovieren und das Ganze noch einmal umzubauen, wäre Wahnsinnsaufwand gewesen und hätte man trotzdem noch ein Haus von 1880. Das ist halt, so haben wir was Neues, ist halt von Energiesparhaus, wie man so schön sagt, und man tut auch ein bisschen was für die Umwelt. Und man wohnt natürlich dementsprechend auch besser drin, schöner. So, du hast es wahrscheinlich so getimt, dass der Ausblick, der wird schön sein später? Der wird schön sein, auf jeden Fall, ja. Halt wie das jetzt in der modernen Bauweise so ist, halt bodentiefe Fenster, größere Glasfläche, hin eine schöne große Terrasse, also das wird schon schön, ja. So, du hast nicht zufällig auf deinem Handy eine Zeichnung vom Haus? Doch. Das war mal... Ja, ich dachte mir, dass die Leute mal sehen können, weißt du, nicht nur die bösen Sachen, den Abriss, sondern auch die neuen Sachen, weil es ist ja heutzutage 3D. Du kannst ja heute alles schon vorstellen, wie du im Wohnzimmer sitzt, kannst dich bewegen in dem Haus, was ja auch wichtig ist. Das Ganze von außen später aus. Warte mal kurz, ich mach grad scharf. Jetzt haben wir es. Boah, es ist schön. Das ist ein Pultdach. Das ist die Fläche natürlich. Das ist innen. Ja. Das ist oben. Seitlich. Wow. Sehr schön. Und riesengroß. Ja. Aber es ist wirklich so, dass die Leute ja noch vor 30 Jahren, da haben die Nase gerümpft beim Fertighaus, heute Standard. Ja, heute Standard. Und die Fertighäuser, die heute gebaut werden, die haben ja ganz andere Klasse wie früher. Das ist, wenn man allein schon überlegt, jetzt dort, wo ich bauen lasse, die haben 33 cm Wandstärke. Das ist schon enorm. Das ist natürlich wahnsinnig gut isoliert. Und auch diese Verplankung, also diese Wände außen, diese Verplankung,
sind so, innen ist es ein Gips-Glasfasergemisch und außen so Putz-Glasfasergemisch. Das ist viel höher belastbar. Es ist ja ganz oft auch eine Heizung mit Wärmepumpe dabei. Ist das bei euch auch so? Ja, es ist eine Wärmepumpe. Also ich heize nachher nur mit der Luft. Das heißt, diese Wärmepumpe, das nennt sich, wie nennt sich das noch genau? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Diese Wärmepumpe wälzt halt alle 2 Stunden die Luft im Haus. Das heißt, die filtert die Luft, das sind Filter dazwischen. Ich bräuchte noch nicht mal so Fenster aufzumachen, um zu lüften, weil das macht alles diese Wärmepumpe. Okay, und das ist keine Wärmepumpe, die am Haus oder außer am Haus steht, sondern die hängt im Hauswirtschaftsraum. Und kommt nachher noch eine Photovoltaikanlage, kommt noch aufs Dach. Also ich bin, sag ich mal, von, wenn alles gut, eigentlich ziemlich autark in der Richtung. Vom Heizen her und ja, das ist eigentlich eine feine Sache. So, wenn das Haus später mal steht, dann können wir den Leuten ja auch verraten, von wem es ist. Ist es hier aus der Nähe, das Haus? Nee, aus dem Spessart ist die Firma. Die haben wir jetzt, das war Zufall über Bekannte halt, wie das so schön im Saarland ist. Ja. Man kennt jemanden, der hat das Haus dort gebaut, das wollen wir uns auch angucken und alles. Und er war sehr zufrieden mit der Firma. Dann haben wir die kontaktiert, war ein Musterhaus angucken, das in Zweibrücke steht. Und dann haben wir uns beraten lassen und dann noch kurzer Überlegung haben wir dann gesagt, ja, das ist genau das, was wir uns vorstellen. Okay, das heißt, habt ihr auch theoretisch die Möglichkeit, ins Werk zu fahren, euch das mal anzugucken, wie die bauen? Oder? Ja, das können wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja noch eine Bemusterung. Das heißt, wir fahren jetzt dorthin. Dann wird, ich vergleiche das immer so schön, wenn man sich ein Auto bestellt. Das ist mit dem Haus da auch. Man geht hin, man hat den Grundtyp von dem Haus. Dann wird das Haus dementsprechend auf dich zugestimmt. Und bei der Bemusterung kommt die Ausstattung. Das heißt, wo kommt welche Steckdose hin? Wo kommt welche Wasserleitung hin, wo kommt der Hauswirtschaftsraum hin, wo kommen die ganzen Anschlüsse hin. Das wird alles bei einer Bemusterung, die 3 Tage dauert, wird das alles festgelegt. Das sind halt auch noch Spezialisten, die da dort ein bisschen weiterhelfen. Aber eine Grundplanung muss dann schon da sein. Was auch schön ist jetzt, neues Bad, neue Küche. Alles neu, ja. Alles neu. Das heißt, du ziehst einen in ein riesiges Hotelzimmer, oder? Kann man so ungefähr, ja. Möbel auch neu teilweise? Teilweise schon, ja. Es gibt halt so ein paar Sachen, von denen trennt man sich nicht, ne? Die, ach so, oder will man sich nicht trennen. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade noch erwähnen. Hat er jetzt gut gemacht. Ja, also ganz großes Lob an die Firma Theobald. Ganz großes Lob. Ja, muss auch sagen, das ist wieder mal, man kennt einen, der einen kennt. Ja. Und das ist im Saarland auch teilweise auch das Prinzip. Also, dass die Leute wirklich, da ist wahrscheinlich auch kein Riesenvertrag, den man da machen muss mit denen. Man sagt, hier reißt das Ding auf, es kostet so und so viel. Das sagt im Saarland immer, man hat kurze Wege. Das ist halt das Schöne hier. Man hat wirklich kurze Wege. Das ist der typische Spruch, man kennt jemanden, der kennt jemanden. Wobei, ihr habt doch Verträge, oder? Oder ist es bei euch so auf Handschlag, ein Kasten Bier? Ja, genau, so ganz einfach. Der kurze Dienstweg. Nee, das geht. Das ist ein Vertrag ohne Schriftform. Ja, aber es, ich sag mal so, es ist ja nicht so einfach, so ein Haus abzureisen. Das heißt, ihr habt entsprechende Versicherungen, das Ganze ist. Ja, klar. Es kann ja immer irgendwas passieren, ja? Absolut, ja, also das schon. Und jetzt kommt der wahrscheinlich auch nicht selber hierher gefahren, der kommt am Tieflader, oder? Hier die Baumaschine. Die kommen im Tieflader, genau. Servus. Wird quasi umgesetzt mit dem Tieflader. Ja, jetzt ist halt viel zu sortieren, ne? Jörg, ich habe noch 9%. Also ich denke, ohne dir zu nahe zu treten, man kann sich jetzt vorstellen, es wird fallen. Es wird auf jeden Fall fallen heute. Und wir haben in 2 Stunden haben wir mal wieder das gemacht, wo für andere Leute wahrscheinlich Bauzeit von so einem Haus früher, 18. Jahrhundert? Boah, weiß ich nicht genau, aber doch, ich denke doch einige Monate, ja. Denke ich mal. Und wenn man jetzt überlegt, das Haus wird vorher geplant, das ist wie bei der Industrie, kommt auf so eine Straße, wird fertig gemacht und dann werden die Teile angeliefert und innerhalb einer Woche kann man schon einziehen, wenn man will.
Ist das so ein Tieflader notwendig, Schwertransport? Oder? Ja, Tieflader und die haben dann so einen Autokran, der das Ganze dann stellt. Der kommt an den drei Tagen, normalerweise stehen die Wände, die Grundwände steht dann alles schon, auch mit dem Gestell vom Dach, und dann wird der Rest wird eingedeckt und außenrum soweit fertig gemacht. So, jetzt sieht man auch schon ein bisschen die Baulücke, wenn man mal hier so durchguckt. Du könntest dich jetzt nach oben auf die Terrasse stellen und einmal rausgucken. Ich glaube, ich lasse das jetzt besser. Sonst greift er mich mit dem Arm. So, jetzt zieh das Holz nochmal raus. Ja, da ist auch zu sehen, das ist relativ neu. Der hintere Teil, gell? Mhm. Aber was da zu sehen ist, du hast da angeflickt und angeflickt, da eine Erweiterung, da was gemacht. Ja, genau so, genau ja. So. Und das war halt da eine Stufe, da ein kleiner Raum, da ein bisschen vergrößert. Es war halt ein bisschen, sag ich mal, arisch verwinkelt, das Ganze. Ja, ich habe das Bad ja gefilmt. Das war noch braun unten im Eingang. Oben, das war noch, aber obwohl das Bad im unteren Bereich, das war noch nicht so alt. Das haben wir irgendwann mal erneuert, ja. Ja, genau. 4, 5 Jahre. Ja, und jetzt die Entscheidung zu treffen, das jetzt so zu machen, ist die schon länger gereift bei euch? Oder? Ja, eigentlich nicht. Das war, wir haben ja noch unsere Schwiegerleute, also meine Schwiegerleute haben ja noch da oben gewohnt, im oberen Bereich. Die sind jetzt verstorben, beide, und da ist eigentlich erst die Überlegung gekommen, das Ganze ein bisschen umzuplanen. Ja. So krass, wie der. Er zieht so ein bisschen an. Wie Zahnstocher. Ja, ist ja oft so. Bei dem Haus zuvor, was wir jetzt zuletzt abgerissen haben, da konnte man die Story gar nicht mehr so richtig erzählen, weil es schon sehr lange leer war. Richtig, genau. Man wusste halt nichts mehr darüber. Ne? Es war kaputt, es war nicht mehr bewohnbar durch diese Schiefe. Aber hier. Ah, Kaffee. Warte mal, ich zeig mal. Du bist aber ein Engel. Und das Schöne ist, ist es für jeden einer dabei, nur für mich. Doch, nee, alles gut, alles gut. Das ist aber lieb von dir. So, dann machen wir ein bisschen Werbung, Bäckerei. Prost. Saarländischer Betrieb. So ist es aus Tola Sotzweiler. Sehr schön. Wie genau. Genau, das wäre. Das war mein Idee. So, ich nehme mal. Vielen Dank. Ich habe da noch Milch und Zucker, was ich weiß nicht. Gerne. So, jetzt gibt es da noch einen Kaffee. Ach so, schwarz. Naja, ich bin so ein schwarzer Typ. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Milch und Zucker will. So. Ja, 100%. Das gibt es auch für den Maschinenführer, gibt es jetzt Kaffee. Kurze Pause. Ja, sieht doch schon gut aus. Naja, also ihr habt wirklich gute Arbeit gemacht. Dafür, dass wir jetzt 2 Stunden und 5 Minuten filmen. Jo. Der Haufen ich sag, ist... 2 Stunden haben nicht, wie ich vielleicht, denke ich, richtig. 3 Stunden ist es dann weg.
Ist das okay? Ich denke, so den Rest schenken wir den Leuten, weil es ist, im Großen und Ganzen ist es ja gefallen. Genau. Oder willst du, dass ich es bis zum letzten Stein... Kannst du mir hallen, ne? Nein, du nach zwei Stunden, es geht schon, also aber... Das muss ich loben, ne? Zwei Stunden so Kamerahalle ist schon... Ich habe das jetzt Wahnsinn, auf dem Salon in Düsseldorf, Kamerasalon, habe ich 11 Tage, 10 Stunden am Tag. Oh, ja gut, da waren immer Pausen dazwischen, also so am Stück machst du es ja nicht. So Gestell unter der Arm mache das dann auch. Geht nicht, habe ich schon probiert, aber ist halt so. Ja. Wenn du es halt so hast. Also, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Ihr seid die Gebrüder Theobald, ihr reißt professionell Sachen ab. Teilweise werden die auch gebaut nochmal neu, da gibt es eine eigene Abteilung für. Also wenn einer sagt, hier brauche ich das und das. Aber euer, ich sag mal, einer der ganz großen Jobs ist das Thema Abriss. Wir gucken mal gerade von der anderen Seite, jetzt ist es ja gefahrenlos. Dass wir mal sehen, das ist der riesen Holzhaufen, der jetzt geblieben ist. Alles ist sauber sortiert. Klar, da ist jetzt noch, ist noch ein bisschen Mist, ist noch drin. Genau, das wird dann handlich, wird das noch abgerissen am Holz. So, wir gehen mal kurz rein. Ich erlaube mir das gerade als Selbstständiger. Sollen wir mal hier hochgehen. Hier sieht man auch mal, was der für eine Power hat, wie der hier die Steine zermalmt, wo er drüber fährt. Ja, 30 Tonnen auf die Steine, auf Sandsteine, bleibt nämlich viel übrig. So, ich gehe mal hoch. Das sind übrigens diese kleinen Bälkchen, die man da hatte. Wo wir diese Zahnstocher, die er so rangenommen hat, wenn du mal gerade deine Hand mal daneben hältst, hier bei so einem Balken, das war so ein Balken, den er einfach so gegriffen hat wie so ein Zahnstocher. Jetzt gehen wir mal kurz hoch und da siehst du, was hier alles so drin ist. Und da weißt du auch, dass der Keller, der drunter ist. Genau, beziehungsweise die Wohnung. So, das waren die Stahlbalken, die er eben eingedrückt hat, wo er gemerkt hat. Es sind noch ein paar drin, die holt er jetzt noch raus, ist die Decke dann, die fällt dann auch. So, die Steine, die Sandsteine. Gut, damit machst du wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, ne? Nee, das nicht. Also würde vielleicht noch der ein oder andere ein paar Sandsteine holen kommen. Aber eine Mauer kommt, bauen. Wird das abgefahren. So, jetzt ziehst du also hier vorne raus. Wir stehen mittendrin. Jetzt kann man doch schön über Riegelsberg gucken. Ja. Riegelsberg. Und da ja, schöne Aussicht eigentlich hier. Eigentlich schon. Also unverbaubar, die da ist. Und jetzt kannst du das Haus natürlich auch so planen, dass du die Aussicht komplett von oben hast mit großen Fenstern. Genau. Wenn du guckst, das hier war wahrscheinlich das größte Fenster, was du da hattest. Genau. Ganz andere Lebensqualität. Absolut, absolut. Ja, du kommst viel rum. Was ist euer Haupteinsatzgebiet eigentlich? Wo fahrt ihr bei rum? Na gut, wir sind eigentlich nicht gebunden. Wir sind zwar Saarland, klar, ist schon unser Augenmerk im Saarland halt, aber wir sind eigentlich überall. Das ist auch viel in der Pfalz, Zweibrücken und so, wo wir unterwegs sind. Wir sind auch noch weitergefahren, wir waren schon im Bereich Stuttgart, also das ist egal. So, jetzt kommt ja die Arbeit danach. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Riesenhaufen Schutt, der jetzt wahrscheinlich heute Abend übrig bleibt. Da ist jede Menge Holz. Da wird der eine Container nicht langen. Nee, der eine langt nicht. Das wird da jetzt mehrmals umgesetzt, wird noch aussortiert, weil es sind immer noch Hölzer und auch Müll dazwischen, ne, den man halt so nicht greifen konnte in der Entkernung. Und das wird dann noch händisch halt rausgeholt. Ne. Jetzt kann man das Nachbarhaus schon sehen, siehst du? Ja. Und freut sich auch, jetzt mal da durchschauen zu können. Aufgabe hier ist jetzt, das Boden eben zu machen, oder wie? Also Boden eben, das wird halt abgefahren, der Bauschutt wird halt abgefahren. Komplett? Wird komplett abgefahren, ja. Und dann ist das eben, sag ich mal, und dann... Ach so, ihr benutzt jetzt nichts, da es ist quasi eben das Grundstück. Das heißt, es hat ja genau, unten so. Und der Keller... Das wird dann halt vielleicht mit Grund noch aufgefüllt oder Sand oder je nachdem wird ja die Leitung unten drunter gelegt, die Bodenplatte neu gegossen. Das macht dann eine andere Firma. Macht eine andere Firma. So, dann seid ihr raus aus der Nummer. Und das ist das Gerät, was wir da haben. Genau, wir nehmen gerade die Tür. Ah ne, ist auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt nicht rein. Aber hier vorne, die Armierung, die da drauf ist, das ist natürlich bestellbar. Das macht auch wirklich Sinn, wenn da mal was drauf fällt. Wenn da mal Stein fällt oder eine Ziegel oder so, die kommen wie ein Geschoss. Ne? Zum Schutz des Fahrers natürlich. Und das hier sieht man auch mal, wie armdick diese ganzen Hydraulikschläuche sind. Hier, da. Und wie groß das Teil ist. Das sieht so, von außen sieht es immer ziemlich cool aus. Was ich toll finde, ist, ihr habt ein Herz für Tiere. Ich zeig das mal gerade. Da ist nämlich eine Spinne, die hat sich da oben direkt über der Lampe eingenistet. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ist der beste Platz beim Abriss, ja. Die hatte die beste Aussicht. Wir machen beim nächsten Mal, mach mal eine GoPro in den Bagger rein. Wirklich.
Also, dass wir mal sehen können, wie die Sicht da von dem ist. Und ja, wir machen jetzt demnächst noch was ganz Tolles. Wir fahren nicht heute, aber in Kürze. Das war übrigens der Koffer, guck mal, den er eben rausgezogen hatte. Da ist er leider nochmal drüber gefahren. Gut, er hat ja gesehen, dass nichts drin ist. Da kann er drüber fahren. Ja, klar, aber das ist, wenn da bleibt nichts mehr übrig. Ja. Krass, und der vorne steht da auf dem Bauberg. Gebrüder Theobald. Machen wir noch ein bisschen Werbung, wenn jemand Interesse hat, einfach googeln, Gebrüder Theobald. Googeln, im Internet ist immer zu finden, man Werbung auf dem Auto, also man kann uns schon finden. Komm, dann zeigen wir das gerade nochmal. Also ruft ruhig an, zum Beispiel Abriss, was noch, was macht ihr noch gerne? Bettungssägen, Kernbohrungen machen, auch Bodentechnik, Fliese und Bodenschleifen machen wir auch. Boden schleifen, also als Beispiel, also jetzt nicht nur 5 Quadratmeter, sondern ihr könnt sogar die 1000 schleifen. Riche Halle. Das geht auch. Da sind wir, Gebrüder Theobald GmbH Meisterbetrieb, und das ist die Webadresse. Und GT steht für Grand Turismo. Genau. Oder für Gebrüder Theobald. Komm, wir gehen mal nochmal kurz zum Harry, den ich natürlich auch schon jetzt, ich glaube, seit fast 10 Jahren kenne. Er hat eine ganz große Autoglasfirma in Saarbrücken und ist ein absoluter Hammertyp. Ja, das stimmt. Harry! So, ich komme noch mal kurz zu dir. Ja, dann mache ich mich noch mal kurz vom Acker. Wir haben jetzt gefilmt 2 Stunden und 11 Minuten und es ist quasi nicht mehr da. Ja, so gut wie alles weg, ne? Wie alles weg, ja. Den Rest. Den könnt ihr euch jetzt garantiert vorstellen. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und ich komme dich mal besuchen, wenn das neue Haus steht, okay? Okay, so machen wir das. Dann zeigen wir das mal von außen, holen die Hausbaufirma mit, dann dürfen die mal sagen, ja, hier ist das neue KfW 110 Haus. Ja, das heißt, die kriegen noch Geld zurück. Das wäre natürlich klasse. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute, 17. September 2021, wir reißen ein Haus ab in Echtzeit und jetzt ist mein Akku auch leer. Bis denn. Ciao. Ciao.